Hi, willkommen. Heute werden wir ein Abenteuer erleben. Johnny und ich, uns wurde mitgeteilt, dass eine Website existiert namens neuralblender.com. Und ich weiß nicht noch, wie die Website funktioniert, ob ihr es glaubt oder nicht. Auf jeden Fall gibt man Begriffe ein und eine KI generiert daraus Bilder. Und es funktioniert so viel besser, als man meinen würde. Man bekommt sehr seltsames, surreales Zeug raus. Das heißt, wenn das eine Sache ist, die ihr mögt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Da wir nicht Premium haben, sondern einfach nur Free, können wir nur alle 2 Minuten ein Bild machen. Es dauert so lange. Deswegen ist es ganz gut, dass wir zu zweit sind. Und unser Plan ist, dass wir Videospiel-Sequels eingeben, die es noch nicht gab. Und wir werden sehen, was wir bekommen werden. Wir haben natürlich schon vorhin welche probiert. Weshalb, wir haben uns angeschaut und dachten wir uns, wir sollten einen Stream daraus machen. Ich bin Johnny. Ja, er ist Johnny. Hi. So, Fullscreen? Okay. Pass auf, was haben wir bisher gemacht? Wollen wir alles durchgehen, oder? Wir müssen auch nicht nur Sequels reinmachen, wir können auch so Sachen kombinieren oder einfach generell auch mal... Also was ich zum Beispiel zum Anfang für einen Versuch gemacht habe, war Fat Cheese. Und Fat Cheese, Aber man kennt das, oder? Man kennt Bilder, die so aussehen. Es gibt so viele von diesen... Ich glaube, das ist das Gesicht vom fiesen Fettsack aus Spaceballs. War der Spaceballs der fiese Fettsack? Oh mein Gott, das kann sein. Nee, das war Austin Powers, oder? Oh, das kann auch sein. Ich glaube, das ist der fiese Fettsack. Das ist ein Fettsuit. Das ist ja, oder, das Gesicht? Und da ist auch dieser Mais. Ich hab doch gar keinen Mais gegessen. Und dann, was Johnny gemacht hat, war God fucking damn it, Chris, where the fuck are we? Und das ist die Frage, wo zum Fix sind wir? Ich weiß es nicht. Es ist irgendeine amerikanische Stadt. Und das ist nämlich ein Fortnite Victory Royale. Ja, genau. Und da oben ist ein Schriftzug, der, glaube ich, Chris heißt. Und der kam daher. Und dann wollte ich ein Bild eingeben, da habe ich es dann kurz nachdem ich es eingeben habe, bereut. Und zwar, weil ich mir dachte, na, das klingt ganz unschön. Und das war Fortnite Kids Shit. Das Bild ist auch nicht gut geworden, aber lassen wir das so gelten. Und oh mein Gott, Johnny hat Comfortable Dreamscape comfortable. Gemacht. Comfortable Dreamscape, weil ich mir dachte, die sehen eh alle aus wie solche Liminal Spaces. Und oh mein Gott, schau ist das ein Liminal Space. Das ist so Liminal. Das ist so Liminal. Es ist wie ein echter Raum so ein bisschen und da sind so Polster und irgendwie... Ich bin absolut fasziniert, dass sie das gemacht haben, weil... Ich meine, das ist... Es funktioniert einfach. Es sieht aus wie ein Bett, was aber gleichzeitig auch ein Kuchen ist. Ja. Ja. Und dann sind da aus irgendwelchen Gründen kleine Schrankschubladen oder so, aber... Ja, aber da ist ein Wäschekorb da oben links. Ich finde, die Schrankschubladen sehen auch aus wie gepolstert. Ja, auf jeden Fall. Die sind comfortable. Das wären so Betten, die man so rausziehen kann. Ja, wie, genau. Wie weich willst du denn heute schlafen? Auf wie viel Matratzenschichten? Was muss mir sein, das ist eine Erbse? Komm schon. Du hast schon angemerkt, die Glühbirne. Die ist auch beeindruckend. Habe ich sie angemerkt? Vorhin, nicht eben, nicht im Stream. Oh, okay, ja, vorhin, ja, ja. Dass die da wirklich diese Wand irgendwie anstrahlt, als wäre es ein Gemälde über einem Bett. Ja, yeah, aber das ist irgendwie ein bisschen aus. Wie gesagt, wenn ihr so surreale Bilder und sowas mögt, das ist absolut fantastisch. Und dann habe ich zum Test noch Cola Bottle Luigi eingegeben. Kann man die eigentlich auch hochauflösender machen, die Bilder? Nee, das ja, aber dafür brauchst du Premium, ne? Boah. Cola Leider. Bottle Luigi. Ich erkenne Luigi bis. Ich erkenne die Cola-Flasche und ich erkenne Luigi. Es ist keine Coca-Cola, sondern eher eine Pepsi. Ja, darf ich? Ich meine, das Pepsi-Logo so oben rechts zu sehen. Ja. Naja, nicht wirklich, aber es könnte eins sein. Warum ist sie so deformiert? Das weiß niemand. Mhm. Was hatten wir sonst noch? Da hatten wir von Johnny noch Nintendo Power Delight. Das war nicht so gut. Aber das sieht ein bisschen aus wie diese alten Fernsehwerbungen oder halt Nintendo Power, das Magazin. Daher nimmst du das auch, denke ich. Ja. Ich gerade sehe, wo soll da Luigi sein? Siehst du nicht sein Gesicht? Da ist der Schnurrbart und da ist sein Mund. Und also grün. Das Gesicht nicht wirklich, aber es man fängt sieht auch die zwei Essenz. Ohren. Ja, und das ja, hat halt den, man kennt den Schnurrbart. Es fängt die Essenz so ein bisschen ein. Und ich lieb's, dass daraus eine Sprite wurde, sozusagen, weil Luigi grün ist. Ja. Genau, dann Nintendo Power Delight war okay. Und dann wollte ich, ich spiele aktuell viel Outrun 2. Und deswegen wollte ich das nachstellen. Was ich dafür gemacht habe, war Red Car Beach Ocean. Das ist mit eins meiner Favoriten. Das ist und so was super, ich bekam, ist ein Auto, das ausgelaufen ist und eine Pfütze gebildet hat.
Ja, es ist so ein schmelzendes Auto, was einfach... Ich will es probieren, es könnte fruchtig schmecken. Es sieht erdbeerig aus. Ja, an so einem Strand. Nicht ganz, was ich erwartet hatte. Und dann, was mich dazu gebracht hat, dass ich Videospiele probieren wollte, war eins von Johnny. Und zwar der Dark Souls eingegeben. Und mein Gott, das ist nichts davon ist aus Dark Souls, aber es ist Dark Souls. Ja, und oben rechts wird es von Togolino präsentiert. Ja, oben rechts ist doch irgendwo ein Logo. Da sind wir nicht ganz schlau draus geworden, aber... Es ist nicht Dark Souls, aber du siehst und du sagst Dark Souls. Ja. Fashion Souls. Ja, es ist einfach Dark Souls. Es ist alles so trippy. Ich liebe solche Tools. Es sieht halt einfach aus wie Dark Souls. Und damals, was ich noch versucht habe, das war ein kleiner Test für ein Sequel, war Mario Kart der Triple Dash. Das ist nicht ganz so gut geworden, aber das ist sehr nichtssagend. Was auf jeden Fall sind sie beim Kartfahren, da sind die Ballons von Mario Kart. Ich glaube, sie fahren in der Red Shell und oben sind sie zu dritt, weil sie das Triple sind. Ja, ich habe es vorhin schon so beschrieben. Es sieht aus, wie wenn ich davon träumen würde, in 2003 mit meinen Geschwistern GameCube zu spielen. So, yeah. Ungefähr so. Es ist auch, ich habe auch so ein Spiel irgendwie mal gespielt, Double Dash, aber auch irgend so ein Motorrad-Racing-Game, wo die Map so ungefähr so aussah, so aus Sand mit so Reifenspuren drin. Siehst du das? Ja, das ist ein Motocross-Parcours irgendwie. Was ich gerade sehe, wie funktioniert die KI. Ihr könnt auf die Website gehen, auf neuralblender.com und ihr könnt das Ganze, sie haben eine Info-Section und ich denke, da sollte sie ein bisschen was darüber schreiben. Ich bin sowieso nicht berechtigt, irgendwas, ich habe nicht das Wissen, um irgendwas dazu zu beantworten, deswegen sparen wir uns das. Ich glaube, wir können auch 16:9 einstellen. Ja, aber wäre das sinnvoll? Ich glaube, wir wollen lieber, oder? Wollen wir 16:9? Geht das? Wenn wir Gameplay bekommen für moderne Spiele, wir können es ja anpassen, je nachdem, was wir eingeben. Oh, ja. Wenn wir Super Mario Bros. 4 eingeben, dann ist es 4:3 und man kann es auch hochkant machen, dann kriegt man sozusagen die Verpackung des Spiels. Ja, genau. Oh ja. Okay, ja. Okay, ich habe noch eins in Progress. Ich habe nämlich, während wir gewartet haben, eins vorbereitet. Und ich habe Dark Souls 4 vorbereitet. Bist du bereit, Johnny? Yeah. Ups. Your Art muss ich machen. Ja, okay, da ist es. Dark Souls 4. Yo! Ich meine, es ist auch wieder die Sache, du siehst es und sagst dir Dark Souls. Ja. Es sieht sehr phallusartig aus, muss ich gestehen. Weißt du, das ist ein gewisser, so ein gewisser Eichelanblick lässt sich nicht erleugnen. Das ist ein Keuschheitsgürtel, aber sehr angegossen. Passt wie angegossen. Weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Promotional Art, nee, wie so Redaktions Fotos von Bildern aus so Zeitschriften der 2000er. Ja, yeah, ja. Yeah. Als hätte man irgend so ein Spiel auf der E3 gesehen und das... Ja, so komplett, sie haben einfach so ganz den Sättigungsfilter, damit man mehr erkennt, ihn einfach komplett hochgedreht noch. Ja, genau, die waren immer so übersättigt und so verschärft. Genau, es sieht doch aus, als hätte man die Schärfe so hochgedreht. Yeah. Aber ansonsten an Dark Souls-Elementen, wir haben das Bonfire im Hintergrund, aus irgendwelchen Gründen hat der brennende Beine, das heißt, er ist gerade geämbert, da ist ein Schwert und sieht ansonsten ein bisschen aus wie Feuerbandschreien und ich liebe es, dass es, nichts daran ist Dark Souls, aber alles daran ist Dark Souls. Ja, komplett. Was hast du noch gemacht in der Zwischenzeit? Deswegen sind Videospiele auch so beeindruckend. Hier, ich finde, das passt auch so gut. Man könnte es fast erstmal zeigen. Mir dann am besten nicht in der Gruppe hier die ganze Zeit. Oh mein Gott! Mario Galaxy 3! Da ist es. Das ist einfach... Es ist wieder die Sache. Ich meine, ich glaube, es sind einfach nur Mario Galaxy-Bilder an dem Punkt, oder? Ja, aber sie sind nicht gemashed, sondern sie sind... Es folgt einfach derselben Logik wie ganz viele Mario Galaxy-Bilder wahrscheinlich. Ja. Es ist auch wieder nichts daran ist Mario Galaxy, aber alles daran ist Mario Galaxy 3. Wie würdest du die Link, die Galaxie da links nennen? Ich würde sie, oh Gott... den Kopf der Aliens aus von den Simpsons nennen. Ach so, für dich ist das die Sternkarte, wie so ganz was, viele was von für den... dich? Naja, doch, du hast recht, jetzt wo du das sagst, sehe ich es auch, aber ich dachte mir so, ich könnte mit der Eisblume da irgendwie so auch so langskaten da in der Mitte. Oh, dachte, ja, es ist auch ein, so ein... Es ist gleichzeitig ein Planet, unten ist die Rundung. Ja. Aber gleichzeitig sind auch die Galaxien zu sehen. Es könnte die Sternwarte oder Sternkarte sein, aber es könnten auch einzelne Planeten sein. Oder es könnten sogar Gegner sein. So irgend so ein Bosskampf oder so. So ein bisschen, als wäre das dann eine Maschine mit Lava von Bowser Jr. oder so. Ja, ich glaube, das oben rechts ist auch Bowser Juniors Kopf an sich. Ich sehe, was du meinst, aber
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja, es sieht aber aus, als wäre es einfach so, weil bei den Bosskämpfen in Mario Galaxy fliegt man ja auch einfach auf den Bowser-Kopf zu. Ja, es ist aber cool, dass da... So, wollen wir direkt das nächste vorbereiten, wenn wir uns das noch anschauen? Ich habe schon eins in der Mache. Okay. Was mache ich dann am besten Schönes? Was ich gehört habe, war irgendwas mit Crazy Frog, habe ich im Chat gelesen, also mache ich Crazy Frog Racer 3. Ja. Nein, ich sollte einen anderen Untertitel machen? Oder einfach nur die 3? Man kann es auch freestylen, man könnte auch machen Crazy Frog Collectathon oder so, als hätte er noch ein anderes Genre bekommen. Okay. Crazy Frog FPS. Adventure. Oder First-Person-Shooter. Und zum Glück habe ich den Landscape machen lassen. So, dann warten wir hier mal ein bisschen und haben noch ein bisschen Zeit für Mario Galaxy 3. This time it's personal. Meins wird wahrscheinlich auch vorher fertig sein. Ich Crazy Frog Dream Drop Distance. Ich habe hier gerade... Okay, warte, weißt du was? Ich werde es nicht sagen. Ich schicke dir das Bild und dann musst du raten, was es ist. Oh yeah, das gefällt mir. Aber es ist noch nicht fertig. Okay, das gefällt mir nicht. Entschuldigung. Ich dachte, es wäre schon fertig, aber oh Gott, das ist so... Das ist auch. Das ist so eine spaßige Website. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber deswegen ist gut, dass Johnny dabei ist, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten können. Timesplitters 4, oh. Timesplitters 4 ist ja eine Arbeit. Aber wir haben da schon einen kleinen Sneak Peek, habe ich das Gefühl. Sowas ist immer so traurig, wenn man dann plötzlich erinnert wird, was man nie bekommen wird. Nein, Timesplitters 4 haben sie vor ein paar Monaten bestätigt, dass die IP, was auch immer, aufkauft wurde und dass sie an dem neuen Teil arbeiten. Oh, stimmt, daran erinnere ich mich. Habe ich was auf Twitter gesehen. Ja, Sven Bombon meets Crazy Frog. Ich glaube, das ist, dafür ist die Welt nicht bereit. Sven Bombon. Ich lieb's, dass da hinten so eindeutig so ein Sternhimmel ist. Das ist einfach Mario Galaxy. Ja, es ist einfach... Dragon Ball Mario Adventures. Dragon Ball Mario Adventures ist kein Sequel, aber danke für die 100 Bits. Und, wir werden sehen. Okay, so. Oh mein Gott. Okay, Johnny, ist deins fertig? Du wirst es so einfach erraten. Es ist ja nicht mal mehr Lust, also es ist ja gar nicht... Oh, ich bin so gespannt. Es ist ja viel zu eindeutig. Okay, das ist... das ist... Ja, wie gesagt, das ist kein Rätsel. Das sieht aus wie das Metroid Dread Thumbnail, das ich heute gemacht habe. Ja, es sieht immer aus wie so... Das ist wieder so saturiert. Ja, das ist einfach nur, Beleuchtung ist ein bisschen hochgedreht noch. Die Frage ist nur, ist es Metroid Prime... Ich sage, es ist Metroid Dread 2. Ich habe tatsächlich natürlich Metroid Prime 4 geschrieben. Oh, das ist interessant, dass man Samus da sieht, weil eigentlich ja, ist ein First-Person-Shooter. Es sieht halt von der Farbgebung her sehr aus wie die Gebiete aus Metroid Red. Die sind auch alle eher so eine bläuliche Farbgebung im Großen und Ganzen. Ich glaube, die Website hat... Es sieht halt aus, als wäre Samus von so einem Parasiten befallen, der da oben noch so ihren Anzug irgendwie ausdehnt. Oh, dann sollst du mal Metroid Fusion spielen, denn weißt du, worum es da geht. Ja, ich weiß es tatsächlich. Ich habe Smash Bros. Dark Samus gesehen, okay? Der ist Dark Samus aus Metroid Prime, nicht aus Fusion. Oh. Komplett dachte, anders. Aus Fusion ist verdammt. Das SAX. Ja, ich habe das mal gesehen, aber ich dachte irgendwie, das wird vielleicht später noch zu Dark Samus. Oh ja, das ist, ich hätte mir ein bisschen mehr First Person an sich gewünscht. Ich weiß noch nicht ganz, was das ist. Ich glaube, das da unten links soll ein Morphball sein. Und rechts ist irgendwie wie gesagt, Samus, wie sie sich anmorpht oder sowas. Wie gesagt, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Es nimmt einfach alle möglichen Assets. Es könnte auch das Raumschiff sein oder einer von den Prime... Es gibt doch noch so andere Prime Hunter. Das Interessante daran ist aber, dass trotzdem Samus zu sehen ist, weil an sich sollten die Bilder von Metroid Prime... Okay, bis auf die Artworks, die man hat, sieht man Samus in denen nicht. Deswegen die einzigen Stellen, wo man Samus sieht, ist dann, wenn Samus sich jetzt zum Morphball zusammenrollt. Ich glaube, die Website packt Metroid und Prime nicht unbedingt zusammen. Oh, aber, sondern aber nimmt auch was zu Metroid. So 3D aus. Das stimmt. Wie gesagt, ich kann es wirklich nicht herleiten, wieso es so aussieht oder warum es nicht so aussieht. Ja. Aber okay, Chat, was soll ich als nächstes eingeben? Oh ja, ja, was soll Johnny eingeben? Müssen wir ein bisschen das, nebenbei arbeiten lassen. Age of, nicht einfach nur 2 eingeben. Ja, oder? Ich weiß nicht. Es muss nicht immer ein Sequel sein. Es können halt tatsächlich, man könnte auch irgendwie. Das mit Crazy Frog gefällt mir gut. Ja. So mehr in die Richtung was. So Zelda, Racer oder irgendwie sowas. Bloodborne Card! Bloodborne Card!
Soll ich das eingeben? Kannst du. Okay. Bloodborne Cards auf jeden Fall eine Sache. Pokémon Fridays for Future Edition. Soll ich es in einem Wort nähen, zwei? Pokémon Schwarz 3 Card. Das ist so plump. Wir machen jetzt nur noch Card Racer. Yeah, willkommen bei Crab Racer. Warte, das läuft bei mir seit 1947. Warum wird das nicht fertig? Boah, das dauert. Vielleicht war das 16:9 zu machen keine gute Idee. Okay, können wir lassen. Du kannst dann leider nicht abbrechen. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen durchlaufen lassen. Ja, man kann halt auch leider nicht mehrere gleichzeitig machen. Ist jetzt fertig? Oh, da ist es! Crazy Frog FPS. Es sieht echt aus wie ein First Person, also man kann es assoziieren, aber da sind ganz viele Roboterfrösche. Ja, ich sehe eine Waffe und ich sehe viele Frösche, aber ich sehe auch ein bisschen den Crazy Frog. Ist interessant, dass es ein First Person Shooter ist, wo die Waffe anscheinend links ist. Oh ja, ja, das stimmt. Und ich liebe auch diese fliegenden Frösche im Hintergrund. Ja, das könnte sogar dieser Typ sein, der ihn verfolgt. Diese Roboter, die da, weißt du? Man kann ich schnell was anderes noch create, wenn wir uns das anschauen, weil ich gerade gesehen habe. Digimon Mystery Dungeon. Ja! Oh mein Gott, ich liebe das. Wieder Square dieses Mal. Mhm. Geht vielleicht schneller. So, zurück zu Your Art. Okay. Crazy Frog FPS. Ehrlich gesagt, das ist sehr surreal, man erkennt nicht so viel davon. Ich habe das Gefühl, weil ich hätte einfach noch Crazy Frog eingeben sollen. Guck mal, wie sehr das auch nach Counter-Strike und so aussieht. Da dieses Fenster da im Hintergrund oder dieser Boden. Naja. Oder halt nicht nur Counter-Strike, auch Call of Duty-Sachen sind irgendwie mit drin. Und es sind sehr viele von diesen großen, runden Augen von Fröschen zu sehen. Ja, komplett. Und das davor ist, was ich hier sehe, ist ein Crazy Frog mit einem Sixpack. Genau, das wollte ich auch sagen, der so mit einem Auge hinter dem anderen ist, ne? Nein, er ist zur Hälfte ein Cyborg oder so. Ja, oder so. Gefährlicher Crazy Frog. Er ist einfach... Das liegt daran, dass er auch Crazy Frog nicht zu einer Entity gemacht hat, sondern es ist der Crazy Frosch First-Person-Shooter. Ja. Der First-Person-Shooter ist crazy, nicht der Frosch. Ich meine, da ist einiges crazy. Das sind normale Frösche in einem FPS-Game. Oh ja, es hat auch ein bisschen was von Globox. Oh, wir müssen noch ein Rayman 4. Ich wollte Rayman 4 eben eingeben. Dann mach du danach Rayman 4, würde ich sagen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich mag dieses 16:9. Ich habe das Gefühl, da sind zu viele Informationen, die sie da brauchen. Meinst du, daran lag's? Ja, ich glaube, deswegen ist auch, weil du siehst, wenn du siehst, bei 16:9 zum einen dauert es viel länger und zum anderen sind ja fast doppelt so viele Informationen, die ins Bild gekramt werden müssen. Ich habe das Gefühl, wenn man 1:1 macht, damit es schön kompakt ist, ist das sinnvoller. Ich probiere mal ein bisschen rum einfach. Ja. Mal sehen, was passiert. Ich glaube, man kann sogar auch deutsche Worte eingeben. Oh, ich will Rayman 4 sehen. Jetzt kommt die unangenehme Wartezeit. Oh, ja, da bin ich leider noch überhaupt nicht dabei. Ich habe ja noch das andere hier in der Mache. Ja, ich meine... Wir kriegen gleich Digimon Mystery Dungeon und Bloodborne Card. Da freue ich mich auch schon drauf. Digimon Mystery Dungeon sollte demnächst soweit sein. Nur Flycartoast. Es ist halt, als hätte man die ganze Zeit irgendwas in der Mikrowelle oder im Ofen. Ja, ja. Gleich macht's Bing. Ich glaube, das gerade länger dauert, weil Leute ins Stream schon auf die Website gegangen sind. Sonst hat alles nur 2 Minuten gedauert, jetzt aktuell ein bisschen alles sehr langsam. Ich wollte auch nicht für Premium zahlen. Könnte man halt machen. Gute Sache wäre, wenn wir nicht ungefähr gleichzeitig fertig werden. Wir sollten auch dann, wenn eins fertig ist, direkt das nächste in den Ofen schieben, habe ich das Gefühl, werden wir uns, bevor wir es uns dann überhaupt anschauen. Habe ich bisher. Okay. Also zumindest hatte ich es versucht. Geht von der Website runter, Chat. Macht mal Platz da. Oh ja, Digimon Survive sollte mal rauskommen. Das ist lange her. Man kann doch auch die Community-Bilder nehmen. Wir wissen es nicht, Hero. Wir wissen nicht, ob das Google-Bilder nutzt oder so. Kein Plan, wie die Seite ihr könnt das mir macht. Schickt mir welche auf Twitter, wenn ihr... das ist ein guter Vorschlag. Ja, auf jeden Fall.
wenn ihr währenddessen auch gerade welche macht. Und macht einfach einen Screenshot mit Windows, Shift, S. Ja, genau, macht ja, Windows, Shift und S einen Screenshot machen oder wie auch immer. Und dann schreibt darunter, was es ist am besten. Ja, oder screenshottet es auch direkt mit. Ja, genau. Und einen bestimmten Hashtag? Nein, tag mich einfach. @mythosofgaming und dann das Bild. Und dann können wir es uns anschauen. Das ist eine gute Idee. Da geht's schneller. Mit Windshift können wir richtig bereits mein Leben verändert. Das hat auch mein Leben verändert. Man müsste jetzt irgendwie so Aufträge machen. Leute, von denen man weiß, wer das im Chat ist, dann sagt man, okay, du machst Rayman 4, du machst, damit es nicht doppelt ist. So, was haben wir denn alles? Fangen wir an. Ich hab Bloodborne Card fertig. Du hast Bloodborne. Okay, Moment, okay. Ja, erstmal Bloodborne Card. Zeig mal Bloodborne Card. Das sieht so gruselig aus. Meiner Meinung nach. Das ist so ein Albtraummonster, was dir in dem Kart hinterherfährt. Die Sache ist, Bloodborne, es ist ein Albtraum zum größten Teil. Ja, stimmt. Oh mein Gott. So, es ist. Aber warum ist es. Es ist halt kein Videospiel, es ist zum Teil so eine echte Kartbahn, weißt du? Ja. Auch von der Beleuchtung her ist es. Oh ja, nicht, da sind die Geländer und so. Ja. Ja, und auch hinten, das ist so ein See oder so. Du machst das während so eines Ausfluges, während so einem Kindergeburtstag. Endlich Bloodborne Card. Oh mein Gott. Kommt dieses Teil da so angewuselt. Meins braucht leider auch noch ein bisschen. Oh mein Gott. Haare. Oh mein Gott. Ich würde es nicht gerne anfassen. Ich würde es absolut nicht gerne anfassen. Das ist absolut widerlich. Vor allem ist es auch wieder das Faszinierende. Es sieht absolut nicht aus wie irgendwas aus Bloodborne. Aber weißt du, wie ich mir das vorstellen würde? Mhm. Kann man auf Discord checken, hat er ein Spiel bereit. Kannst mir eine DM schicken, wenn du willst. Aber eher nicht allzu viel. Gibt's einen Art-Channel auf dem Discord-Server? Das ist ein Bilder-Channel an sich. Ich will auch nicht ewig durchscrollen und sowas. Dann vor allem muss ich jetzt dann so viel gleichzeitig aufmachen, weil wir auch über Discord uns das Zeug gegenseitig schicken. Ja, Twitter ist besser. Ja. Ich überlege, Metroid Dread zu Speedrunner, den du es fertig hast. Nein. Ich hab's auch noch nicht fertig. Bloodborne Card, super cool. Genau, weißt du, wie ich mir das vorstelle, wenn man bei Rayman 2, es gibt ja diese Stachelranken. Und wenn man da ein HD-Remake wirklich davon hätte, würde es so aussehen. Ja, ich weiß, welche du meinst. Oh, wir haben, Moment. Oh, das ist irgendwas Sonic. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwas mit Sonic. Der Igel am Boden. Oh mein Gott. Wieso? Wieso kommt bei Sonic ein Igel? Ein normaler Igel. Und weil Sonic wohl sehr oft mit Sonic der Hedgehog kombiniert wird. Ja, und es ist Metal Sonic und da hinten ist da, ich mag es, dass da ein schnelles Auto unterwegs ist, einfach aus Sonic und All-Stars Racing, er driftet gerade um die Kurve. Ah ja, ich dachte zuerst, da kommt eine Bullet einfach von vorne auf ihn. Siehst du das? Wenn es nicht im Hintergrund wäre, sondern... Ja. Aber ansonsten ist interessant, dass Angry Sonic einfach zu 100% Metall Sonic ist, auch von der Farbgebung her. Und dieses gelbe Leuchten. Das ist nicht das normale Sonic. Als würde auf ihn geschossen werden. Ja. Einfach eine Kugel. Wie ist das Gesicht? Er könnte kopfüber interpretiert werden oder auch so, dass er einfach nach links schaut. Ich denke, das sind seine Haare auf jeden Fall hier an den Seiten, aber sein Gesicht ergibt nicht wirklich viel Sinn. Ich sehe auch so eine Art Schnabel, also eine Version, wo da unten. Oh ja, jetzt wo du sagst, dass das der Schnabel ist, das sehe ich am meisten. Ja. Ja, doch, da ergibt auch das Auge halbwegs Sinn. Das ist einfach so ein fliegender Kopf. So ein Phantomias-artiges Sonic-Kombinationswesen. Ja. Wollen wir mal schauen, ob meins schon fertig ist? Mhm. Digi-Bong, oh mein Gott, oh mein Gott, einfach das ist nur die Werbung 5 Millionen dafür. Schriftarten Digimon und dann sind noch ein paar gelbe Wesen. Das ist aus irgendwelchen Gründen... Ich liebe den Vibe davon, Graffiti. Muss ich sagen. Das sieht einfach aus wie ein richtiges Cover von einem Videospiel. Es hat einfach die konstant blaue Farbgebung, die sich durch alles zieht. Und aus irgendwelchen Gründen sind es Korallen im Hintergrund. Es ist einfach nur entsetzlich schlecht aufgelöst, aber es sieht nicht aus, als wäre es von der KI erstellt. Als wäre da eine Art Direction dahinter. Oh, die Korallen sehe ich. Ich sehe aber auch diese Art von, dass das ein Dungeon ist. Siehst du das? Also, dass die Monster da jetzt so ein bisschen durchrennen könnten, wie in Pokémon Mystery Dungeon halt. Na. Doch, da unten sind, das sind ja Sprites. Und nicht einfach irgendwelche Monster. Ich finde, das sieht aus wie Sprites. Ich weiß nicht, bei mir ist eher die Posen eher so.
Also darunter und worauf die laufen. Das finde ich könnte so der Hintergrund, ich, der ich Boden mal von. Das nächste. Oh. Von hast einem du schon Dungeon Rayman 4 einen Angriff? Es ist in Arbeit, ja. Ah, was mache ich dann schnell noch? Moment. Das backt gerade ganz frisch im Ofen hoch. Was kann ich dann noch Super schnell machen? Super Mario 128. Okay, oder Okay, ich habe ein gutes. Ich so ein gutes. Für Videospiele. Mario und Luigi Trust Issues. Ja, okay, okay. Okay, wollen wir auf Twitter noch schauen, was wir haben? Das war einfach nur Metroid und ich einfach liebe dieses Bild. Yo, das schau, du siehst es an und denkst dir, Metroid. Alter, du kannst es dir hinhängen. Dieses Bild ist unfassbar cool. Das könnte man als Poster einfach überm Sofa haben. Ja, ja, ja. Das sehe ich halt absolut. Das hat auch so 80s-Vibes, irgendwie so ein bisschen wie ein Filmcover von Aliens oder sowas. Total. Es ist wie ein Planet, der gleichzeitig auch ein Monster ist, der gleichzeitig ein Auge ein Helm. Ja, oder der Helm von Samus so ein bisschen wird auch suggeriert, dass das, man da so durchguckt. Das ist super cool. Boah, und diese ganzen Lensflares oder halt dieses Leuchten an den ganz vielen Orten so. Ja. So stark aus. Ich weiß nicht, mir fällt ja gerade auf, ich würde lieber die Bilder in einen neuen Tab öffnen. Absolut. Gerade auffallen, dass Leute einfach was auch immer schicken können. Mhm. Jemand hat ein Bild von seinem Hund geschickt. Nein, Moment, er hat geantwortet. Jemand hat einfach seinen Hund zeigen wollen. Okay, das ist Metroid Prime 5. Und ich muss sagen, Metroid Prime 5 ist es hat die Rundungen da, wo es drauf ankommt. Würde ich einfach mal sagen. Erinnert mich an so ein gewisses Emote, was du mal hattest. Mogi P. Nicht mehr. Er lebt auf FFC noch weiter, aber war zu heiß für Twitch. Es ist sehr ähnlich zu dem zu Metroid Prime 4, muss man sagen. So vom Ort her einfach. Es sieht aus wie viele Metroid Artworks, aber ich glaube nicht, welche die mit Videospielen zu tun haben. Oh, da hinten. Da hinten kann man ein paar Körbe werfen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Space-Basketball. Yo! Das ist Mario Battle Royale. Ich wollte gerade raten. Ist das, ich liebe es, dass oben Pauline zu sehen ist. Das Pauline, ja. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, warte, ist meins schon fertig? Moment. Keine Ahnung. Nein. Was? Oh, okay, da. Das ist eine Arbeit, okay. Ja, Mario Battle Royale. Es ist auf jeden Fall, es ist definitiv die Mario 128 Demo, die hier zu sehen ist. Und das kann sein. Kennst du die, wo sie auf dem Planeten unterwegs sind oder so? Ja, ja, das kenne ich. Aber ich frage mich gerade viel eher, wo es bei Battle Royale dieses solche Pappforce her. Siehst du das? Ich denke, das kommt auch wieder von der Mario 128 Demo, dass die so ein bisschen seltsam im Hintergrund hatte und sowas. Ist das aus Sunshine vielleicht? Diese Netze? Ich weiß es nicht. Die unter warum Pianta, ist da Pauline in der Mitte? Bei Pianta Village, da sind diese Netze. Das sieht halt aus, als hätte jemand, finde ich, so Miniatur-Stuff aufgebaut. Ja, so, ja, das ist hier meine custom-made Herr der Ringe-Schlacht. Sieht aus, als Pappe. Das meine ich, ja. Ja. Oder auch so Eisstielen zusammengebaut. Du kannst eigentlich auf Discord, kannst mir eine DM schreiben, wenn du willst, Chrono. So, was haben wir? Ein Bild von Zombie so bekommen. So, Yakuza 7 Sonic Returns. Wow, da gibt's viel zu verarbeiten. Ich habe viele Eindrücke zu verarbeiten an dem Punkt. Zum einen, Sonic ist, er hat ein bisschen die Schenkel von dem Teletubby. Siehst du den Teletubby-Schenkel? Ja, ja, komplett. Man sieht hier auf jeden Fall, wie heißen sie? Hey, keine Ahnung. Ich habe nur Yakuza Zero ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, wie der Typ ist. Sonic Returned halt wirklich. Der wird. Majima natürlich. Sein Kopf. Warum ist da ein Shrimp? Wie? Nee, ist ein Fisch. Warum ist da ein Fisch? Wo kommt der her? Ich meine, ansonsten, der Hintergrund ergibt alles Sinn. Der Schuh zum Beispiel. Der Hintergrund ist so beeindruckend. Das wollte ich gerade schon sagen. Wie gut sieht diese, ich sag mal, Gasse oder was auch immer. Ja. Da hinten. Rayman 4 ist fertig. Rayman 4 ist fertig, oh mein Gott. Es wird dir nicht gefallen. Davon gehe ich aus. Also, es gefällt mir extrem gut, muss ich sagen, als Bild, aber es suggeriert,
Die Existenz eines Rayman 3. Er suggeriert die Existenz von den Rayman Legends und oh so. Oh mein Gott! Jo, das fängt es aber auch was so stark an. Was ist das für eine riesige ein. Eierpflanze, die da rauswächst? Warum sind da zwei Eier? Das war mal eine Pflaume, glaube ich. Warum kommt man immer aufs Söhn? Warum kommt immer... Warum läuft immer alles auf Phallus hinaus? Das sind solche Monster. Es sieht aber auch wieder so explizit nach Rayman aus. Komplett. Ey, daraus könnte man so stark einen Quiz machen. Einfach nur, yo, welches Spiel ist das? Was habe ich eingegeben? Ich mach das jetzt. Yeah. Ich mach jetzt irgendein bekanntes Spiel und frag dich dann, was das ist. Also schau kurz weg, dann mache ich. Oh, warte, meins ist. Ich schau mal, meins fertig ist. Okay. Meins ist fertig. Mario Luigi yo. Trust Issues. Was ist das? Also, was sehen wir vor uns? Was ist diese Wand? Was ich hier sehe, ist, jemand sitzt. Pass auf, da ist das Bein nach unten. Das eine liegt quasi so auf dem Knie. Es ist vielleicht da wie ein Therapeut oder ja, so. Ja, ja, stimmt, ja. Mario schaut, Luigi schaut einfach nur ins Bild, aber er kann selbst seine Emotionen, versucht es gerade zu malen, aber er weiß nicht, was er fühlt und das sieht man auch ganz deutlich. Man sieht, dass der Künstler nicht wusste, wo er mit seinen Gefühlen hin soll und wer er selbst überhaupt ist. Und er konnte keine klaren Gedanken fassen. Es kommt einfach von den großen Vertrauensproblemen, die er mit Mario hat. Das fasst es sehr gut zusammen. Wer ist Mario und wer ist Luigi? Luigi ist der reinguckt und Mario sitzt da, oder? Ich sehe hier keinen Mario, ich sehe nur Luigi und ja, einen Therapeuten. Ja, es sind Luigis und Luigis, ja. Und da ist ein Fisch. Genau, das könnte ein Pokémon sein oder so. Und ich mag es, dass er unten, vielleicht habe ich deswegen die Assoziation, Luigi guckt so rein wie der Trainer in den Gameboy-Spielen. Ja! Der wirft gleich einen Ball und dann haut er ab. So, pass auf, ich gebe auch mal ein existierendes Videospiel ein, okay? Wo kommen die Vertrauensprobleme? Dann schau du auch allerdings kurz weg, Johnny. Ja. Na, shit, warte, ich kann es gar nicht zeigen, ohne dass du es... Muss irgendwie schauen, dass ich dann das so hinzoome, dass man den Titel nicht sieht. Komm ich hin. Was meinst du? Komm ich hin. So, dann gehe ich kurz auf Create. Welches Spiel mache ich am besten? Spreche es am liebsten laut aus. Okay. Ich spreche es laut aus, was ich machen werde. Ich meine, es muss irgendwas sein, was er kennt. Das heißt, ich könnte Outrun eher schlecht nehmen. Oh, pass auf. Ich habe auch ein Spiel genommen, wo ich sehr gespannt bin. Das ist ein Klassiker. Das hat ein sehr... Oh mein Gott, nein, warte. Nein, das gefällt was mir noch ich, viel was besser. Was ich genommen habe, ist auf jeden Fall... Optisch habe ich das Gefühl, es wird richtig einfach. Weil Metroid hat es schon so gut gemacht. Das Programm. Ja, okay, ich bin gespannt. So, was haben wir noch auf Twitter alles? Ich kann wieder hingucken, ne? Ja. Wir haben Kingdom Hearts 4. Oh mein 4. Gott, es ist sowas von... Lass mich raten bei den Twitter-Sachen, weil ich immer noch nicht weiß, was es ist. Ich meine, ja, es ist... Du siehst die Clowns-Schuhe, so du siehst das Kingdom Keyblade. Hearts, ja. Du siehst die Haare. Ist das Smash Bros? So beeindruckend. Das war der Leak. Und alles davon sieht immer aus wie aus irgendeinem alten Gaming-Magazin. Ja. Oh Gott. Darf ich raten? Pokémon Mohun. Mohun. Das sind echte Hühner. Das ist ja, so ein das Hof. Sind einfach nur Hühner. Und da ist auch ein Hahn. Das ist einfach nur ein Bild vom letzten Urlaub. Was ist das da links? Das gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sieht aus wie ein Schmetterlingsflügel, aber warum? Ich weiß es nicht. Nichts hieran hat mit Pokémon. Da ist mir eindeutig zu wenig Pokémon mit eingeflossen. Ja. Wir haben Mythos of Gaming. Wer ist diese junge, wer ist diese leicht bekleidete, bis nackte Dame? Das ist so interessant, oh mein Gott. Es ist einfach nur Mythos of Gaming und das kommt dabei raus. Es sind alle deine Dark Souls und Witcher Streams in einem. Was ist die nackte Frau da? Ich mag die Spielwelt trotzdem. Ich mag es, dass da super viele Overlays, UIs einfach übereinander gelegt sind. Mhm. Würdest du sagen, du siehst so aus? Wie das Gesicht. Ja. Ich finde, es hat die Rundheit deines Gesichts nicht ganz eingefangen. Ich finde, es sieht neben deinem Gesicht aus, als hättest du da so Stats, also solche typischen League of Legends Overlays oder so. Dann hat man natürlich noch Globox the Game. Ich habe das Gefühl, aus Globox the Game haben sie Roblox gemacht.
Und generell sieht's aus wie... Und einfach nur den Game... Es ist Game Maker und Roblox, oder? Das ist der neueste Ableger von irgendeiner Alien-Software. Ich baue deinen PC zusammen. Das ist das UI der Xbox. Ja, ja. Das ist das neueste Gaming-Flex. Manche Spiele funktionieren besser, manche schlechter. Mit RGB und allem. Hier haben wir... Warte! Sag, welche Spielereihe es ist. Der genaue Titel, den kannst du nicht wissen. Okay, Pokémon. Ja. Pokémon Go. Nein. Okay. Es ist ein Spiel, das nicht existiert, deswegen kannst du nicht erraten. Tekken. Es ist Pokémon Strike. Ah ja. Oh mein Gott, ich sehe Fußball. Also jetzt, wo ich oh ja, Strike da hinten die Werbeanzeige. Ja, ich hatte direkt so das Gefühl von... Guck mal, da ist auch ein Ball. Und der lädt gerade so einen Superschuss auf abstrakte Weise. Und das da unten rechts ist ein Luxtra. Sie spielen aus irgendeinem Grund auf einem ausgetrockneten Flussbett oder so. Das ist ein... Und das ist übrigens das Pokémon da unten in der Mitte. Ich glaube, da sieht man Mauszeiger nicht. Oder? Doch. Okay, ja. Das ist in der Mitte. Das ist, was siehst du da für ein Pokémon? Ich sehe quasi ein, da liegt ein Elektro-Zebra quasi. Ein Ele-Zebra, könnte man sagen. Guck mal, da hat ein Dragorans Gesicht da mit drin. Oh ja, ganz links. Ja, ja. Ansonsten hatte ich nur an Pikachu gedacht oder Raichu. Ich sehe da hinten noch so ein bisschen so ein Zebra. Ist auf jeden Fall sehr traurig. Das ist ein Flamara, ganz rechts, meint ihr? Ganz rechts erinnert mich auch an Feuerriegel. In irgendeiner Form. Oh mein Gott, das ist ja so einfach. Yo, das ist so cool, meinst du? Oh mein Gott, pass mal auf. Pokémon Legenden Arceus. Ist einfach nur Arceus aus Pokémon Go. Das sind einfach nur die Sammelkarten, oder? Ja, stimmt. Nein, ist einfach nur Pokémon Go. Ja, oh mein Gott. Okay, du musst jetzt raten, was das ist. Okay. Es ist wieder viel zu einfach. Mensch. Oh, ich liebe dieses Bild. Ich weiß, dass es Wind Waker ist, aber... Das ist so cool. Es sieht so cool aus. Genau wie bei Metroid oder bei Rayman, wenn man einfach so diese Grundwörter eingibt, kriegt man kriegt Sachen, die man sich so hinhängen kann. Wo man einfach nicht schlau draus wird. Ich will sowas nachmalen. Und das wäre dann könnt irgendwo übrigens, aufhängen. Schreibt im Chat übrigens nicht, was ich genommen habe. Fürs Protokoll. Ich guck gerade zum Glück nicht in den Chat. Okay, was ist? Jemand gerade geschrieben hat, ist XY schon fertig? So ein... Komm schon. Ja, gut. Hast du gesagt, was es ist? Haben wir es überhaupt aufgelöst? Für die es jetzt nicht... Meins ist noch nicht da. Achso, deins. Ja, es ist Wind Waker. Ja. Ganz offensichtlich, ich meine. Ich liebe dieses Bild. Ja, man erkennt direkt Wind Waker, da ist aus irgendwelchen Gründen Greifhaken und... Es gibt mir auch ein bisschen Majora's Mask Vibes von dem Link selber. Ja, das Ende ist Tetras Körper und das Segel. Das ist einfach, da oben ist das 7-Meilen-Segel überall. Ja, da ist noch ein bisschen auch, das Boot. Ich glaube, es ist auch aus dem... Aus dem Cover-Art halt, das ja auch so ein bisschen abstrakte Symbole hatte und so. Ja, aber das ist speziell das Symbol auf dem Segel. Ah ja. Oh ja, es sieht ein bisschen aus wie Zora Link oder sowas. Stimmt. Und da ist auch das Schwert da hinten, das bei ihm steckt. Das ist eine veränderte Version von ihm. Ich wollte zuerst Majora's Mask eingeben, aber dann dachte ich mir, das ist vielleicht... Dann kommt da vielleicht wirklich einfach, dass das... Ich glaube, das wäre fast noch einfacher. Okay. Was könnte das wohl sein, Johnny? Kannst du mir das schon sagen? Ehrlich gesagt, ich hoffe, es ist Undertale. Es ist Undertale, ja. Okay. Ich konnte mir nicht sicher sein, das fängt es aber auch... Oh mein Gott, guck dir Frisk an. Das ist sehr beängstigend. Ich liebe... Das Logo dahin sieht einfach nur aus wie ein Shitpost und dann sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Zombie oder so. Sieht aus, als würde da United stehen, nicht Undertale. Ja, es ist ein bisschen beängstigend, aber es ist auch super cool. Dieses Blumenfeld ist ja so cool. Ja, yeah. Und dann noch die zwei Schädel. Glaubt ihr, die sind von zwei Skeletten, die uns nur allzu vertraut sind? Hoho. Kann man die Bilder eigentlich einfach kopieren? Ja. Muss keine Screenshots machen. Ich will einen Tweet machen, wo ich so einfach so vier von diesen leicht zu erkennenden... Ich finde die alle so schön. Ja, ja. So, warte, schau so kurz weg, dann kann ich noch ein anderes Spiel eingeben. Ja. Schick mir mal das Bild, also das reine Bild. Moment. Bild in neuem Tab öffnen. Ups. Ey, daraus... Das ist halt sehr einfach, aber das hat so einen Vibe. Na, so, Moment. Da ist das einfache Bild. Ich meine, ich hätte auch einfach einen Screenshot machen können. Fällt mir gerade auf.
Bilder sollten im Museum aufgehängt werden. Ja. Wollte das reine Bild. So, warte, haben. Ich werde dich da, glaube ich, nochmal ein anderes Sequel eingeben. Toby Fox hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Das war mein Geschenk. Das war mein Undertale-Fanart. So, welche Reihe will ich nochmal? Ich will wieder ein Sequel eingeben in dem Punkt. Ich will ja auch noch nicht sagen, was es wird. Das ist das Wichtige daran. Ich denke, ich werde einfach eine Zahl eingeben. Komm schon. Ich will auch. Ich muss ja jetzt auch längst was Nächstes eingeben. Das habe ich jetzt verschwitzt. Sonst wäre es schon fertig eigentlich. Na, weißt du was? Wir machen. Oh, nein. Okay. Okay, das ist simpel. Das ist sehr, sehr simpel, was ich gemacht habe. Los. Und in progress. Okay. Dann schaue ich mal, was wir sonst noch über Twitter alles rein. Oh, wir haben noch. Okay, was gebe ich noch? Okay, war. Ich bin so gespannt, was das ist. Was schätzt du? Oh, ist das ist eine Kombination ist aus zwei Dingen. Okay, Star Wars? Ja. Oh mein Gott! Und irgendwie Mario Kart oder so. Ja, quasi. Quasi. Es ist Super Mario Death Star Racing. Oh mein Gott, ja, dann hatte ich. Ich hab's erkannt! Ja! Man erkennt es, es ist einfach. Man erkennt es wirklich! Sie racen einfach in den Raumschiffen durch den Todesstern. Die fliegen durch diesen. Du weißt schon, diesen Schacht. Ja, genau, sie, genau. Womit sie den am Ende. Wobei sie. Eigentlich fliegen sie einfach dran vorbei, außen am Death Star. Ja, aber es ist einfach. Es ist fantastisch, dass das. Das man erkennt so es cool. Einfach. Es sind solche abstrakten Race. Vehikel. Ja. Ich mag das cool da oben das Runde am meisten, ehrlich gesagt. Das ja, sehe ich total. Am meisten. Ich sehe auch richtig vor mir, wie es sich bewegt. Weißt du, es wabert so rum, aber da, es spiegelt sich die ganze Zeit darauf, so Stuff. Ja, yeah, ja, yeah, genau. In Bewegung so. Sah aus wie Rocket League. So, pass auf, wir haben noch eins. Hab mehr erwartet, hab mehr. In der Mitte ist einfach ein Luftkissenboot von Jimmy Neutron. Orson und Smo, Abenteuer auf der Happy Hippo Insel, Final Director's Cut HD Mix. Ja, okay. Aber ich muss hasse sagen, es, dass ich Ornstein erkenne. Hippos würde ich auch. Also, ich sehe auch, dass da Hippos existieren. Meinst du das da? Ja. Der Hintergrund sieht aus wie Stadt aus Oblivion. Komplett. Ich hasse es, dass man irgendwie Zeug noch daran erkennt. Das ist das Schlimmste daran. Das ich sehe den Horst und den Pyramid Head. Ja, okay. Dann haben wir noch Crazy Frog Dancing and Knuckles. Ich weiß nicht, was ich überhaupt sehe. Ich sehe ein bisschen Crazy Frog an den Schenkeln. Das liegt daran, dass Crazy Frog halt nicht. Ja, Crazy Frog ist ein bisschen schwer dafür. Er hat zusammengeschrieben dafür, muss man fairerweise sagen. Oh, aber okay, stimmt. Ich sehe leider auch keinen Knuckles, bis auf das bisschen Rot. Aber das Tanzen sehe ich. Oh ja, der Rhythmus ist auf jeden Fall gegeben. Weißt du, wie das aussieht? Als hätte man eine Kamera auf einem Karussell in so einem Indoor-Spielplatz einfach gedreht und dann ein Foto gemacht in Bewegung. Oh mein Gott, ich sehe gerade ein super cooles. Oh mein Gott, Legend of Knuckles. Ciao, Garden of Time. Ja! Es ist Harry einfach cool so. Ich liebe, pass auf, weißt du, was ich am meisten daran mag? Steine sind so cool. Siehst du das Gesicht von Knuckles? Das ist so ein alter Weiser, finde ich. Ja, und die roten Wangen. Und man sieht einfach überall Knuckles, aber auch dieser wunderschöne Garten. Das ist absolut faszinierend. Manche funktionieren nicht so gut, aber manche Bilder sind einfach ein Erlebnis. Das ist so cool. Okay, das musst du erraten, okay? Ja. Ja, okay, es ist irgendwas mit Zelda. Und es ist, es ist The Legend of Zelda 2000, Cyberpunk. Es ist Legend of Zelda Cyberpunk, ja. Ja, ja. Ich liebe es einfach, wie Link da mit seiner Ocarina im Mund entgegenläuft. Es ist so ein Panorama. Es ist so ein richtig edgy Cover für ein Album. Ja. Wer ist eigentlich der Typ da unten rechts? Oder halt ein Plakat für einen Film. So irgendwie, es ist wirklich Cyberpunk Zelda, das ist so stark. Das ist so stark! Pokémon schimmernder Diamant! Dieses dumme Pokémon da rechts! Es könnte eins sein! Machen wir uns nichts vor! Dieses dumme Kristalltor, Heido!
Es ist, wenn man seinen 3DS abfotografiert. So ist dieses Bild entstanden. Das ist irgend so ein Teil von einem Pokémon, was eigentlich so aus 8 von diesen Kristallen so besteht, die so rumschwirren. Ja. So sieht das aus. Oh mein Gott. Gott, das sind so gute Bilder. Ist mein schon fertig? Hattest du noch was in der Mache überhaupt? Ja. Ich habe noch eins für dich. Von Twitter. Okay, ja, ja. Von Hockey. Warte. Ich warte nicht mehr lange. Du musst raten. Ich meine, Es ist Sonic und All-Stars Racing. Es ist Sonic ist schon mal richtig. Shadow und All-Stars Racing. Es ist Shadow und Sonic. Shadow X Sonic tatsächlich. Oh, ich sehe dieses Auto quasi aus Sonic und All-Stars Racing. Siehst du das? Ja, die fahren zusammen Auto. Ich liebe dieses Bild. Das sind beide, es sind wirklich Sonic und Shadow. Ja, man erkennt es absolut. Man weiß nicht noch, was man erkennt, aber man weiß, dass man es erkennt. Vielleicht hat es aus dem X irgendwas gemacht, was dieses Racing dann wurde. Ja. Sonic. Es ist halt auch über, ja, die Beleuchtung, über die Reflexionen von dem Licht und sowas und auch wieder das Licht durch die eine Augenhöhle von Shadow scheint. Das ist halt super cool. Ist meins schon fertig? Nein, okay. Ich glaube, weil viele Leute das machen, dauert das gerade alles ein bisschen. Okay. Ich habe auch noch was. Oh, hast du dann Check? Ja, also von Hero auf Discord geschickt bekommen. Ah, verdammt, ich will es immer in diese Gruppe schicken. Also nicht in die Gruppe, du musst uns schicken. Nicht in die Gruppe! Super Paper Rayman. Es ist einfach nur Rayman bei seinem Bürojob. Es sind einfach nur Haufen über Haufen von Papier. Es ist einfach super Papier. Da ist schon wieder Papierstau. Kannst du das mal abarbeiten? Ich sehe nicht wirklich viel Rayman. Aber ich sehe viel Papier. Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Rayman kommt ein bisschen zu kurz. Aber ich sehe ein wenig so seine Nase da oben. Ja, ich meine, man sieht es ein bisschen, wenn man genau hinschaut. Ja, wenn man es drauf anlegt. Was haben wir hier noch? Oh, es ist... Okay. Oh mein Gott, es ist so cool. Ja. Ich liebe alles. Was würdest du sagen, was das ist? Es ist Pikmin. Ja, es ist Pikmin 4. Es ist Orima. Ich mag es, dass da hinten 4. auch... wie heißt der eine... der Lemur aus der Avatar? Das ist Momo einfach. Das ist Momo da hinten. Der wird bekämpft. Und hilft gerade, eine Frucht abzutransportieren. Ja, genau. Okay, aber was können wir hier für neue Pikmin-Arten draus predikten für den neuen Teil? Wir haben da so eine Art Zitronen-Pikmin bei dem Gelben. Ja, Zitronen-Pikmin wollte ich auch gerade sagen. Und was ich sehr fasziniert finde, siehst du den Körper da unten? Ich glaube, das ist der Körper ist der letzte Boss aus Pikmin 3. Du hast absolut recht. Das ist auch das seltsamste Wesen. Ja. Aus dem ganzen Spiel. Ich fand den so der komisch. Der war so schwer zu bekämpfen. Ja. Er war super seltsam. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall Zitronen-Pikmin, welcher zwei Triebe statt nur einen hat. Und mit denen kann er vielleicht ein bisschen gleiten. Ich habe keine Ahnung. Sehe ich. Ist das in der Mitte, könnte natürlich einfach die Zwiebel sein oder irgendein roter Pikmin. Wir haben zwei Möglichkeiten, was es ist. Ich mag ehrlich gesagt den Gedanken an, dass es irgendwas mit Chilischoten zu tun hat. Ist bei mir aber Wunschdenken. Natürlich. Also ich denke ja, dass da irgendein Sack runterhängt. Und der ist sehr voll mit Flüssigkeit. Deswegen hängt er immer weiter runter. Ja, ja. Und da kommen dann die neuen Pikmin raus. Ja. Es wurde ein bisschen grafischer dargestellt in den neuen Spielen. Wie die Pikmin schlüpfen. Ja. Ich habe noch selbst ein Bild fertig, was du raten kannst, welches Game das ist. Ja, das ist Paper Mario. Tatsächlich. Es ist Paper Luigi. Nein. Oh nee. Es ist nicht, aber das sind gute Gäste. Also es ist ein existierendes Spiel. Ja, es ist ein reines. Ich habe es nicht ausgeschrieben, aber es ist ein normales Game, ja. Ich habe nichts verändert oder Yoshi's so. Yoshi's Crafted World? Denk ein bisschen zurück. Yoshi's Island. Ja, es ist einfach nur Yoshi's Island. Okay, es sieht nicht wirklich wie Yoshi's Island aus, aber es sieht schon vom Artstyle her sehr aus wie das, was wie Yoshi's Crafted World letztendlich aussah. Es sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Ja, ja. Man erkennt es halt auch wieder einfach so. Was könnte ich noch eingeben?
Wollen wir wieder ein Quiz machen? Du müsstest kurz wegschauen. Ja. Während ich überlege, was ich eingeben möchte. Ich muss auch überlegen, was ich mache. Was will ich eingeben? Was wäre gut? Chat, schlag was vor. Was willst du überhaupt? Oh mein Gott, yes. Ich hab was. Ich muss wissen. Machen wir noch eine 2 dahinter. Damit es ein Sequel ist. Damit ich den Streamtitel nicht verrate. Wir dürfen diese 4 Minuten nicht verschenken, die das immer dauert, bis das fertig ist. Nein, der Streamtitel ist, dass wir, und das Motto ist, dass wir Sequels machen, deswegen muss ich noch eine Zahl dahinter packen. Oh nein! Oh nein, bist du bereit, Johnny? Ich hab was. Oh mein Gott, was ist da los? Da liegt eine tote Peach am Boden. Ja, aber da sind auch so einfach echte Menschen mit reingeflossen, als wäre es so ein Film aus den 80ern. Es sieht aus, als wäre es irgendwie ein Theater. Da ist auf jeden Fall Wonder. Ja, ein Theater, ja. Peach liegt am Boden. Und ansonsten sieht generell alles sehr nach Peach aus. Aber das ist so eine Realdarbietung in so einem Freizeitpark, so, wo so Stuntmen irgendwas machen. Ich sehe eher so ein Cosplay-Theater quasi, weil der da hinten, der hat einen sehr klischeehaften Bart und einen sehr großen Kopf. Irgendwie habe ich auch Power Ranger-Vibes aus irgendeinem Peach, hol das One-Up! Peach! Oder das ist Yoshi, der einfach liegt. Nein, das ist ein One-Up. Ich meine, wenn sie schon gekillt wurde, muss das ein One-Up sein. Oh, das erinnert mich irgendwie insgesamt auch ein bisschen an Takeshis Castle. Oh mein Gott, ja, das sehe ich absolut. Das ist so eine Attraktion davon. Oh mein Gott. Das ist einfach so in der Mitte zerteilt. Es ist einfach, hier treffen zwei Universen aufeinander. Es sind Final Fantasy 14 und Mass Effect. Das ist wie Marvel vs. Capcom, so ein Cover einfach. Und da vorne steht Captain Shepard oder wie auch immer hieß er so. Ja, aber er fährt in so einem Wüsten-Cruise-Golfkart irgendwie. Den hat er noch aus Death Star Racing. Das ist so ein bisschen auch. Oh mein Gott, das da links ist Nameless King aus Dark Souls 3, ja. Wie heißen diese Filme? Mad Max. Ja. Da unten so ein bisschen so eine Mad Max. Ich liebe auch ein bisschen, wie man sieht, wie das Gas da so ausschaut, wie so ein bisschen der Galaxie da unten ist. Da ist ein Sonnensturm. Oh, der, von dem will man nicht erwischt werden. Ja, und das ist so eine richtig krasse. Das ist einfach Guardians of the Galaxy. Wahrscheinlich Mass Effect hat wahrscheinlich auch viel davon. Solche verschwurbelten, organisch aussehenden Raumstationen. Okay, ich will raten. Du wirst nicht ganz. Okay, pass auf, es ist ein Videospiel. Das ist Wind Waker und ein Fastfood-Restaurant. Fastfood-Restaurant? Kentucky Fried Chicken. Nein. McDonald's? Komm schon, die Farbgebung muss es doch direkt verraten. Subway. Es ist The Legend of Zelda and the Walk to Subway. Yeah! Deswegen sind hier auch so viele Wege, die man entlang gehen kann. Davon spiegelt es sogar ein bisschen. Das ist super. Oh mein Gott! Das ist so super. Oh mein Gott! Holy shit! Das ist fertig. Das ist nicht mal mehr abstrakt, das ist einfach zu Ende gezeichnet. Oh mein Gott! Aber jetzt wissen, was es ist, du wirst eh nicht drauf kommen, denke ich. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sage, es ist Metroid Halo. X Bloodborne. Ah, okay. Oh, Bloodborne Metroid. Ihr werdet sogar erraten. Na ja, oh mein Gott. Da wäre ich sogar drauf gekommen. Also irgendwann. Vielleicht nicht schnell, aber. Das sieht so cool aus. Sieht sehr cool aus. Ich kann nicht mal was dazu sagen. Es ist so. Es sieht nicht aus, wäre es, als jetzt die KI generiert. Junge, wie kann das so stark sein? Majora's Mask, siehst du? Es wäre zu einfach gewesen. Ja, es ist Majora's Mask und das andere kannst du nicht wirklich erraten. Sind da noch irgendwie Hunde dabei? Nintendogs oder so? Nein, es ist Banjo-Kazooie Majora's Mask. Ich versuche noch aktuell Banjo-Kazooie rauszufinden, aber ich sehe auf jeden Fall eine Menge Majora's Mask. Ja, das stimmt. Und ja, warum ist da die traurige Katze? Das dachte ich mir halt auch direkt. Oder so ein Hund, so ein Schnauzer. Das ist eine Bild von der traurigen Katze, ist das. Ach so, dieses, ich weiß, was ich hier meine. Ja. Das ist irgendwie dieser Endkampf. Dieser kleine Link, der dieses große Wesen. Oh, wären die Bilder besser? Alter, die Kart-Sachen sind immer echte Kart.
Orte. Ja, und sind diesmal so getarnt so mit diesen Tarnfarben und so. Es sind auch ein paar einfach nur Mario Karts dabei. Call of Duty Mario Kart. Warum ist das aber auf meinem lokalen Sportplatz gefilmt? Das ist die Frage. Mario Kart Modern Warfare. Ja, quasi. Ist meins schon fertig? Das ist super. Nein, okay. Meins lädt auch noch. Meins ist viel zu einfach. Ich wollte noch was Simples. Hast du noch das Metroid-Bild? Wo einfach nur Metroid angegeben wurde. Das war auch so cool. Ich meine, ich hab die alle noch, aber ich will jetzt nicht runterscrollen. Das ist, Moment. Kannst du es rausfinden, welche zwei Spiele das sind? Beziehungsweise, ja. Eins davon kannst du ja rausfinden. Ja, ich kann's. Nein, ich kann beide rausfinden, pass auf. Okay. Pokémon? Ja. Yeah. Und es ist irgendwie, oh, ich hatte gerade ganz starke, so Apex oder so. Oh, das sehe ich aber, nein. Warum ist da hinten eigentlich eine Slot-Machine? Ist das ein Tipp? Nein. Ich hatte eben noch eine ganz starke Assoziation und jetzt komme ich nicht mehr drauf. Okay, hau raus. Es ist GTA Pikachu 5. Oh. Aber ja, man sieht nicht so viel GTA ich, raus. Das haben viele Leute GTA, erraten. GTA kenne ich nicht. Ich mag's auch, dass es der Legends of Solid Snake ist. Es gibt mehrere. Ja. Es gibt auch mehrere Link. Snakes. Link! Link! Oh, das hab ich dir. Ich hab's gesehen, ich hab's direkt erkannt. Okay, weißt du was? Wir nutzen es, dass man Titel nicht erkennen kann. Was würdest du sagen? Eins davon kann man sofort erkennen. Persona? Nein. Oder Fire Emblem? Nein. Oh. Du hast es nicht gespielt, deswegen ist okay. Ach so. Also es ist, Ich sehe Automata und die Rückkehr des Crazy Nier. Frogs. Ah, scheiße, stimmt. Absolut, die Automata, man sieht Tobi entlang sprinten, da ist kleine Drohne, da ist 9S und da ist der Crazy Frog, weil hier einfach was nur Kermit, das Kermit-Plüschtier ist. Was stimmt. Aber was sollen schon wieder diese... Und er hat so viele Augen. Diese Dokumente, da im Hintergrund ist einfach wieder Bürokratie am Werk. Das sind die Menüs aus Nier Automata. Ach so, oder da wird irgendwas komponiert. So Notenblätter. Oh, es gibt so gutes Zeug. Animal Crossing Volcano. Oh shit, egal. Yo. Animal Crossing Volcano Adventure. Yo, ich will das spielen. Ich sieht aus, als würde er gerade neben dem Feuer golfen. Gib mir mein Animal Crossing, Alter. Okay, ja, das ist ein bisschen zu basic. Oh, das ist meins. Welches Spiel ist es wohl? Yo! Also ich sag bei allem so einfach cool Yo. Aus. Guck mal, was das für ein Bad Boy da in der Mitte ist. Yeah. Sieht aus wie so Graffiti-Art-Style, irgendwie so. Oh, ja, absolut. Oh. Ich mag auch den oben links. Oh! Oh, diese ganze, überall ist so scheiße. Und dieser und blaue da hinten. Die haben alle so geheimnisvolle Brillen auf. Aber diese ganzen Fäkalien und Gedärme, die man da so erahnen kann. Ich glaube, die stammen aus den Pre-Release-Trailern von dem Spiel. Welches Spiel ist es wohl? Binding of Isaac. Yeah, es ist The Binding of Isaac 2. 2. Warte, aber Rebirth ist The Binding of Isaac 2. Das ist mehr ein Remake. Stimmt. Deswegen oh ja, und dann die ganzen Karton-Artworks. Sieht mehr aus, als wäre es The Legend of Bamboo, aber das ist super cool. Legend of Bamboo? Ja, das ist so ein Spin-off. Ich habe es auch noch nicht gespielt. So, ich werde da noch ein Sequel erstellen. Machst du auch gerade eins? Ich habe eben dir schon was geschickt, aber es war zu einfach. Das hatten wir heute sozusagen schon, das Bild. Okay. Was kann ich machen? Chat, was hätten wir? Oh nein, ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Was ist der Untertitel dafür? Ich habe noch was von Twitter. Was ist der Untertitel dafür? Wir brauchen noch einen Subtitle-Chat. Damit es ein vernünftiges, du kannst noch nicht schauen. Damit es vernünftiges, Prime 4. Okay, Morgi, was ist das hier? Ich hasse es. Was ist das? Moment. Okay. Das obere oder das untere nehme ich an? Mhm. Oh mein Gott, das ist 100% Mario Galaxy und das ist die,
eine Strandgalaxie, denn da ist der Pinguin zu sehen. Es ist Mario Galaxy, es ist noch ein anderes Spiel, es ist eine Fusion aus zwei Spielen. Samba de Amigo? Oh, gut, das ist gar nicht schlecht, es sind zwei Mario-Games sogar. Sunshine vielleicht? Mario Sunshine Galaxy. Oh. Hat Hoki eingegeben. Ich finde es, ach deswegen, es gibt die Sunshine Galaxy und da schwimmt man mit den Pinguinen. Ja, die heißt, aber die heißt, glaube ich, nicht so. Ich glaube, sie heißt ja, irgendwas mit Sunshine oder so. Komplett so aus. Ja, deswegen ist der Pinguin da überall. Oh, ich liebe es, dass sie auch überall diese kleinen Planeten. Oh, es ist so cool. Dieses Wasser, dieses Meer sieht so krass aus. Ja, das sieht ja sehr schlecht. Meinst du, hast du den oberen Teil? Das obere nämlich ja, das untere ja nicht. Wie, also was heißt, das sieht schlecht aus? Ich finde es krass, dass es aussieht wie so ein echtes Bild. Und obwohl ja nirgendwo Wasser erwähnt wird. Es gibt ja wirklich nur Mario Sunshine Galaxy. Ja, ja. Dann hätten wir, oh Gott, Yoshi the Hedgehog. Ich weiß nicht ganz, was da passiert ist, aber es gefällt mir nicht. Das ist halt ein echter Hedgehog da unten. Wahrscheinlich so ein Baby. Die sehen ein bisschen so aus. Battle for Bikini Bottom 2 Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, fühle ich. Ich weiß auch nicht ganz, was hier... Ich weiß nicht, was ich sehe. Ich sehe auf jeden Fall im entferntesten SpongeBob. Du hättest eben noch Electric Boogaloo als Untertitel nehmen sollen, weil was auch immer du gemacht hast. Nein, ich habe erst einen Untertitel. Ihhh! Oh, ich hab's direkt gesehen und ich wusste es direkt. Ah, Electric, das ist wegen Electric Boogaloo, deswegen sieht das so krass aus. Wir müssen gar nicht erst, ich werde es einfach so zeigen. Es ist, deswegen sieht es nicht aus wie Bikini Bottom. Es ist so eklig. Oh mein, yo, das ist ja aber perfekt. Ja, es funktioniert so gut und es ist so eklig. Alter, Pinball, alles mit Pinball wird wahrscheinlich so. Magst du, dass da oben Siak steht? Es wird so uncanny aussehen, einfach alles mit Pinball. Okay, pass auf, danach machen wir beide einen Pinball-Spin-Off, okay, Johnny? Ja, ja, ja. Oh, da bin ich dabei. Du weißt, wie ich so Pinball. Du weißt, wie sehr ich Pinball-Games liebe. Ich liebe die Gesichter unten links übrigens. Oh! Das sind irgendwie. Und generell, dass auch da ein Becher ist, in dem einfach irgendwie ist ein Zahn oder so, da wächst einfach irgendwas drin. Das ist halt zu 100% irgendwas, was jetzt Pre-Release-Artwork für The Binding of Isaac verwenden würden. Es ist widerlich. Ich find's krass, wie eindeutig da oben Creed ist. Greed oder wie auch immer. Meinst du oben rechts? Ja. Ich weiß nicht. Oder nicht? Ich weiß nicht. Also der Shop-Owner oder wie auch immer, der sieht doch genauso aus. Ja, so ein bisschen. Warte, das ist irgendein Kart Racer. Ja. Ja, Dark Souls oder Bloodborne wieder? Ja, es ist The Binding of Zelda Kart Souls 5 Skyrim. Ach so, ja gut. Wie krass, aber wie krass es trotzdem noch nach einem Kart Racer aussieht. Man sieht halt auch Skyrim raus und man sieht, dass es ein Skyrim Racer ist. Mhm. Der wird irgendwie, das ist wie so eine Kutsche, die gezogen wird von so einem Dino-Mumien-Teil. Na. Das obere. Oh, das ist so cool. Das ist Legend ein. Of Zelda Breath of the das ist Skyrim. Ein Videospiel und ein Nicht-Videospiel. Ein Film? Ja, auch, ja. Irgendwas Gruseliges. Nein. Also Breath of the Wild. Herr der Ringe. Ja, es ist Zelda, Legend of Zelda X Lord of the Rings. Es ist interessant, wie man dieses X macht, das einfach so in zwei geteilt wird immer. Ist das... Ja, stimmt. Ob es das nur so interpretiert? Was ist das? Das ist Sunshine. Aber mit, was? Kann ich darauf kommen? Ja. Ist das wieder Windows-Background oder so? Nein, okay, pass auf. Es ist Sunshine Secret, aber was ist der Untertitel? Keine Ahnung, es kann so vieles sein. Es ist Sunshine, Super Mario Sunshine 2 Electric Boogaloo. Ach so, ja. Natürlich, scheiße. Ich liebe es, dass sie da so eine Decke ran gemacht haben und es sieht ein bisschen aus, als wäre es elektrisch. Es ist eine Filmkulisse, siehst du die Wände? Ja, ja, ja. Es ist kein echter Strand, das ist auf irgendeiner Wiese oder so. Oh mein Gott! Okay, pass auf. Ist da überhaupt ein Videospiel mit dabei? Nein. Okay, das bist du. Ist es Popcorn? Das bist du. Das ist Joni, Pepperoni, Macaroni. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist da noch Popcorn.
Nein, ich glaube nicht, dass ich das bin. Es steht nur Joni bei Peroni. Ich glaube, sie haben einen anderen Joni gefunden. Das ist auf jeden Fall irgendein Johnny, beziehungsweise Johnny, um genau zu sein, aber Joni klingt besser. Ah ja, ja, das ist irgendein Johnny. Ich glaube auch, dass es nicht du bist. Ansonsten würde ich sagen, das fasst deinen Charakter ganz gut zusammen. Johnny ist mein neues Profilbild. Joni Pepperoni. Oh mein Gott. Ich wünschte, mein Bild wäre schon fertig. Weil ich will endlich mein... Was hältst du davon? Mein Pinball eingeben. Ich hätte Professor Layton erkannt, glaube ich. Ich hätte Layton auch erkannt, tatsächlich. Auf Windbreaker wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr gekommen. Obwohl es halt Sinn macht, cool eigentlich. Sehe nicht wirklich aus wie Wind Waker. Ja. Es ist aber irgendwie, ist da trotzdem ein Gerichtssaal, obwohl es aussieht wie Layton. Von welchem Spiel ist das ein Sequel? Von welcher Reihe? Sonic Adventure 4. Nein. Sonic Adventure 3. Nein. Es ist nicht Sonic. Doch. Sonic Heroes. Nein. Boah. Ich glaube schon, dass das Logo da hinten muss dir ein bisschen einen Hinweis geben. Ach so. Geben. Ist das eine 2? Mehr oder weniger, ja. Sonic 06 2. Nein, es ist Mario und Sonic WM 2022. Wäre natürlich immer Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, aber ich denke, man sieht das. Mario ist mir entgangen. Oh Gott. Weißt du, was da rechts ist? Das macht mir Angst. Ganz kurz, rechts war ein Lemming. Aus den Lemming-Spielen. Oh ja. Yeah. Komplett das macht einfach. Mir Angst, das ist Pokémon X Fallout. Siehst du wieder dieses wilde, riesige Pokémon, die hinterherrennt und dich umbringen will? Wie gut. Sieht sehr nach New Vegas aus. Auch vorhin hatten wir ja das Animal Crossing Volcano Adventure. Oh, meins ist fertig. Bist bereit. Und ich hatte bereits Animal Crossing selber eingegeben. Meins ist auch fertig. Okay, machen wir erst meins. Ich hab's nämlich jetzt schon da. Ja, ja. Ich weiß selber nicht mehr, was es war. Oh doch, ich weiß wieder, aber man kann es nicht erkennen. Nintendogs? Nein. Man kann es null erkennen. War der Untertitel irgendwas mit Electric Boogaloo? Nein. Nee, ich glaube nicht. Es sieht aus wie Herbst. Grass. Du kannst nicht drauf kommen. Tree. Du kannst nicht drauf kommen. Soll ich es dir sagen? Mhm. Wo kommt dieses Imposter? Wie kommen diese ganzen Laub-Herbstsachen her? Ich hab absolut keine Ahnung. Was ist das? Als ob sie mit Among Us nichts anfangen können. So, jetzt machen wir uns einen Pinball. Nee, dein. Ja. Dann können wir hier Bilder zusenden, auf Twitter. Einfach @mythosofgaming neues Bild. Aber ich habe einige Zusendungen, also keine Ahnung, zu was ich jetzt kommen werde. Was mache ich am besten für einen Pinball? Oh mein Gott. Nein, Moment, das gibt's schon. Ich wollte gerade Windows XP Pinball machen, dann dachte ich mir, da kommt einfach nur Space Cadet. Ah ja. Ein Pokémon Pinball existiert, das wäre eine sehr langweilige Entscheidung. Ich meine, langweilig, aber wie es das repräsentieren würde, es wäre wahrscheinlich sehr anders, als man sich Pokémon Pinball, als wie man es kennt, weil es ein Gameboy-Spiel ist. Ein bisschen anders, yeah. Mhm. Oh Gott, das Binding of Isaac Pinball war so gut. Wie soll man das überbieten? Das war wirklich stark. Ja. Was mache ich denn sonst noch für Spiele? Ich mag doch keine Spiele. Was gibt's denn so? Oh, ich hab was. Oh ja. Ich dachte gerade, du gibst das selber ein wie ich. Nein. Ich denke nicht, keine Ahnung. So. Hab's mal ab meins eingegeben. Ich weiß nicht, was, wenn wir das gleiche haben. Ich mag es, dass das Head in Time 2 Pork ist. Ah, ich hab's direkt erkannt. Ja, es ist immer, der erkennt direkt Head in Time. Ich erkenne leider keinen Pork dabei, aber ich mag es nicht, dass die Haare mir zu hyperrealistisch sind. Oh mein Gott! Was ist das für ein Gefährt? Dieses Fahrrad! Mit so einem Grabstein dran getüdelt mit so Draht. Ja, und dann fährt sie irgendwie einfach nur so ein komischer, einer von diesen drei Dingens-Posten aus dem Wald. Ja, es ist einfach so ein Rollstuhlroller. Wet Nurse mit dem Kinderwagen. Und das ist mein liebster Bloodborne-Kartfahrer. Ich werde gewinnen. Die muss da unten immer Anschwung geben mit dem Bein. Und da vorne das ist einfach Problem ist, wenn man Roboter. Fahrzeug. Wenn man gewonnen hat, dann dauert es erstmal 3 Jahre, bis die Meldung kommt, dass man
das man halt gewonnen hat, das nämlich nach dem Kampf, bis das kommt. Ja, was denn von Zombie, Prime Sub, wie lieben Dank. Bloodborne Card HD, das ist so gut. Was haben wir sonst noch? Warte, du hattest noch was. Ja, aber das war relativ langweilig. Das ist Animal Crossing. Ja, ich find's trotzdem krass, wie anders das aussieht, obwohl wir vorhin das Volcano-Adventure hatten und es sah auch aus wie Animal Crossing. Das andere sah mehr so aus wie Ingame und dieses sieht aus wie so ein Cover-Art auch. Ja, ja. Sie sind aus irgendwelchen Gründen auf Treppen. Ich weiß nicht ganz warum. Ja, ich möchte irgendwie ein Badezimmer irgendwann haben, was dieses Hintergrundmuster als Tapete hat. Oder nee, als Duschvorhang. Oh ja, ich seh vor allem die runden Steine davon. Das ja, ja. Und auch die Streifen mag ich. Generell mag ich es, dass es so ein gewisses, es hat auch wieder so ein gewisses handgemachtes Design, so ein bisschen Knete, ein bisschen Papier. Oh ja, oder so zusammengeschusterte, so eine Collage aus Zeitungsartikeln oder aus so Magazinen. Ja, yeah, ja, Angela Anaconda, willst du sagen? Ja. Und der Villager unten ist viel cooler als die Tiere oben irgendwie. Oh mein Gott. Er hat so eine Sonnenbrille. Ich sehe gerade wieder so ein gutes. Schieß los, also hau rein. Du darfst raten. Ich will's erraten. Du also kannst es erraten, würde ich sagen. Ja, Breath of the Wild? Ja. Und Wind Waker? Nein. Oder Rayman? Ja. Yeah! Es Rayman, ist Rayman Breath of the Wild. Was hältst du eigentlich von diesen Augen da zur Linken? Ich lieb's, dass es 16:9 ist auch in dem Fall. Das hat irgendwie ja. was. So voll das Monster, was sich da auftut in diesem Zwischen-Art-Style. Und diese Blume ist ja mega cool. Ja. Aber es die ist Augen. Einfach, man kennt einfach alles daran. Stimmt, es sind solche aufgepumpten Augen und so ein komisches Gesicht. Okay, was habe ich davon zu halten? Das sieht aus, wäre es einfach, das sieht nicht mal aus, als wäre es zusammengestellt. Sieht aus, wäre es einfach ein echtes Artwork irgendwie. Ja, aber das ist Battlefield so durch... 1442. Ja! Wann wurden Eisenbahnen erfunden? Das ist ein Gewehr in der Mitte quasi. Wann wurden Eisenbahnen erfunden? Ein bisschen später. Nee, ich glaube 1300 irgendwas schon. Also da waren die noch nicht so toll oder so, ja, okay. Oder? Ich habe keine Ahnung, dann sind auf jeden Fall ein paar Container, die auf der Eisenbahn transportiert werden. Die waren ein bisschen später. Das erinnert mich an irgendeine Battlefield 4 Map, die ich gespielt habe. Ey, das ist, du scrollst einfach nur durch so, keine Ahnung, PlayStation Store, wie heißt der? Ja, PlayStation Store, stimmt schon. Ja, du gehst irgendwo durch, scrollst und da sind halt so für jedes Spiel so ein kleines Viereck und das ist halt irgendeins davon. Ja, genau. Es hat auch so genau diese richtige Komposition aus verschiedenen Farben, dass es interessant ja. und ansprechend aussieht. Aber trotzdem sind die Farben, weil es noch ein Shooter ist, sind sie ein bisschen, die Sättigung wurde ein bisschen rausgenommen. Und jetzt, das ist auch ziemlich gut. Das beschreibt's gut. Harvest Moon Pokémon. Ich will mag das spielen. Einfach die orange Textur, die jeder First-Person-Shooter in aus den 2000ern am Rand hatte, als Ladung verwendet wurde. Und natürlich auch sehr wichtig, das UI unten links. Mit den verschiedenen Buttons, wo man was das macht. Das wollte ich gerade sagen, ist das für dich ein UI oder ist das was das Teil des UI. Bildes? Und dann wollte ich es verwerfen, den Gedanken, weil ich dachte, ich glaube nur ich sehe das UI. Und dann siehst du es auch. Ja. Wie gut. Ich liebe diesen Kohl da. Also es ist einfach eindeutig so ein Feld, wo irgend so ein großes Wesen gerade rüberläuft und Früchte transportiert. Oh mein Gott, ich sehe gerade Imperial Chance so gut ist. Okay. Ich will noch mal raten irgendwas. Ja, das kannst du raten. Ja, okay, also das ist auf jeden Fall wieder... Oh, das ist so cool! Bloodborne, Demon's Souls? Na, es ist, Bloodborne und Dark Souls. Dark Souls. Ach so, ja, ich wollte sogar Dark Souls... Wie kam ich auf Demon's Souls? Das hatten wir heute noch gar nicht. Sieht so cool aus einfach. Mein Gott, manchmal, wenn man was Gutes bekommt, dann ist es aber auch wirklich gut. Es fängt es halt wirklich ein. Ja. Dann haben wir noch, Es würde sich so gut für ein Quiz machen, dass ich einfach ganz viele von solchen Bildern euch vorsetze. Ja, das aber kann man auch jederzeit noch machen. Es ist nicht so, als ob man das irgendwie irgendwann mal ausgeschöpft hätte. Nee, aber es ist so einfach. Es ist so sofort erkennbar meistens. Der Hollow Shovel Knight, ich glaube, sie haben nicht ganz den, weder den Shovel Knight noch... Wobei, Shovel Knight von der Farbgebung haben sie erkannt. Aber, weißt du, was das ist? Hä? Es ist irgend so eine Yu-Gi-Oh!-Karte mit so einem Wespen-Metallwesen. Ich sehe eher einen Pilz im Hintergrund. Im Hintergrund schon, aber siehst du, dass das so ein... Ich finde, ich sehe so... Ich habe so Bibor-Vibes, aber in blau. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja, ja. Ich sehe auf jeden Fall nicht viel Shovel Knight und nicht allzu viel... Oh mein Gott, diese Crossover-Bilder, warum sind die so gut? Yo, die sind ja so krass.
dieses Space-Planet im Hintergrund, warum sieht das so Vordergrund. Gut aus? Schau, ich werde Phoenix Mass Effect an und ich sehe das einfach absolut vor mir. So viele Details. Sind das doch noch irgendwelche Maschinen oder so? Mhm. Oh, es ist so cool. Und, da, und dieses gesamte, diese Realität shattert da hinten gerade so. Das sind so Scherben. Ja, oh mein Gott, und oben sind sie in Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Da hinten noch so ein Komet, der sich gerade auf so einen Planeten. Oh mein Gott. Also ich würde das spielen. Ich würde, das sieht so sehr, das ist genauso wie bei Battlefield eben. Battlefield sieht immer direkt aus, als könnte man gleich draufklicken und es downloaden. Ja, okay, warte, was ist das? Das sieht für mich aus wie, erinnerst du dich noch an einen Film? Ich glaube, es hieß Mars Attacks. Der lief irgendwie auf RTL 2 oder so. Mars Attacks, ja, ja. Die Aliens sahen so aus, oder? Das stimmt, aber die waren auch richtig cool. Ich weiß ja nicht, was das für ein Videospiel sein könnte. Aber es sieht auch wieder super cool aus. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich hab absolut keine Ahnung. Hast du schon gesehen, was es ist? Nein. Oh, wir werden es auch nicht gesagt bekommen. Doch, es steht da, aber ich hab halt absolut keine Ahnung. Ach, du kennst es nicht? Ich hab das Bild jetzt nur angeklickt, aber ich hab den Text dazu jetzt nicht gelesen direkt. Ich kann es aber nachschauen. Okay, also wir können es. Okay, dann lass mich noch was ein Guess abgeben. Ich hab halt so null Ahnung. Die Farbgebung. Irgendwas mit Kingdom Chanté Hearts. Oder. Okay, ich sag Kingdom Hearts. Mass Attacks hat riesige Gehirne. Ja, ich sehe hier riesige Gehirne gerade überall. Mhm, ich auch. Hat Celeste so ähnlich, so lila und orange von der Farbgebung her? Ich sag Kingdom Hearts und dann irgendwas halt Alien-mäßiges. Ich sag Gaping Dragon. Nein, warte, wenn man. Nein, da würde man andere Dinge bekommen bei Gaping Dragon. Ich weiß es nicht. Moment, es ist Sumpex Bloodborne. Man muss einfach alles nur Bloodborne eingeben. Sumpex ist ein deutsches Wort, deswegen war es, glaube ich. Was ist Sumpex? Sumpex ist ein Pokémon, der Wasserstarter, letzte Form aus Generation 3. Ach so, ja, ja, von Hydropi. Okay, mein Pinball ist fertig, Moggy. Oh, das ist Halo Star Wars irgendwas. Oh, Master Chief vs. Link. Deins ist fertig. Ja. Mein Pinboy ist fertig, du wirst nicht drauf kommen, glaube ich. Es sieht so seltsam aus. Das ist aus. Doch, pass auf, das ist Luigi Casino Pinball aus Mario 64. Aber es sieht wirklich so aus. Irgendwie sieht es aus, als hätte man einfach eine LAN-Party von vor 15 Jahren. Ja, als hätte man eine LAN-Party fotografiert. Genau so sieht es aus. Das ist wie das Musikvideo zu Dota. Von Bass hat. Ja! Visita Harivantans, Bella Lita Dota. Und dann sieht man dieses Bild. Weißt du, was das ist? Ich glaube, ich werde nicht drauf kommen, oder? Ich finde es so schade, dass das nicht geklappt hat. Was ist das? Es ist Minecraft Pinball. Was? Ich sehe da nichts. Null Minecraft. Ich sehe auch nicht wirklich das Pinball. Wie haben sie Minecraft verschissen? Jetzt will ich irgendwie Minecraft einfach nur eingeben und gucken, was passiert. Ein. Oh, ja, meins ist auch fertig. Ups. Oh, das sieht nach Pinball aus, würde ich sagen. Oh ja, oh ja. Das Problem ist, ich weiß selber nicht mehr, was es war. Das steht da ja aber. Ja. Okay. Es könnte wieder Rayman sein, aber diese ganzen Rottöne machen es so Sonic- oder Mario-artig. Oh, ich weiß wieder, was es ist. Ja, ja, okay. Rottöne machen es Sonic-artig. Ja, weil, nee, die Blautöne. Oh. Es könnte. Also ich muss sagen, jetzt wo ich weiß, was es ist. Achso, ja, ich habe Sonic gesagt wegen Knuckles, weil Knuckles auch oft so am Ende aussah irgendwie. Ja, ja. Okay, es ist eindeutig Mario Pinball. Ja, es ist Mario 64 Pinball. Ah, okay. Aber ich meine, das ist ein Flippertisch. Den erkenne ich. Davon sind all die Assets kleinen Mario 4. Davon ist man überall im Bob-Bob Bombenberg unterwegs. Aber wie gut war das von Isaac? Das war einfach so ein ganzer Tisch. Diese Isaac-Bild war so viel besser. Ja. Was wollen wir als nächstes machen? Wie gesagt, ich habe jetzt einfach ich habe was eingegeben. Okay. Ich habe Minecraft 2 eingegeben. Ich frage mich, was er eingegeben hat. Du hast gesagt, ich soll das machen. Okay. Warte, was... Okay, pass auf. Was hältst du übrigens von meinem Tweet? Ich will Dark Souls Metroid sehen. Das wär's, ich mach Dark Souls X Metroid. Ich habe ein paar der besten Bilder gepostet auf meinem Twitter als Guess the Games. Oh.
Ich finde, das sieht so schön aus. Na. Bist du bereit für einen harmlosen History-Joke? Das war es. Oh mein fucking Gott. Ja, okay. Ich mag einfach, dass da so eine alte Karte ist. Ja, total. Ich sehe da auch voll so einen Typen einfach, der so im Krieg kämpft. Ja. So einer Mütze und so einem augmented ein Auge irgendwie. Ja, das ist total das Schlachtschiff. Das ist einfach ein Buchcover. Bayonetta Galaxy 2. Ich mag es, dass da Leben oben rechts steht. Ja, ich wollte gerade sagen, da geht so ein Timer runter oder so. Und das ist auch wieder, man erkennt es einfach. Das hasse ich daran am meisten. Guck dir ihr Gesicht an. Ja, das ist nicht so gut. Oh mein Gott. Warum ist ihre Waffe so eindeutig? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ihre komische Stiefelwaffe. Ja. Warum ist Miyamoto Souls einfach das Dorf aus Twilight Princess? Warum sieht das so idyllisch aus? Das ist das Dorf aus Twilight Princess am Anfang. Erzähl mir doch nichts. Ja, das stimmt. Und da unten ist irgendeine Karte aus irgendwelchen Gründen. Und da ist ein Herz. Deswegen, das macht so viel idyllischer. Und im Hintergrund haben die eine Art Fabrik. Also dieses Dorf ist irgendwie so das... Da leben die Arbeiter, die da hinten so eine Mine haben oder so eine Vulkanschlucht oder so. Die auch bewacht ist mit so riesigen Stöcken. Wer sind diese Einwohner? Das ist alles Miyamotos. Ich sehe gerade, lasst Johnny das hier erraten. Schau mal kurz weg. Ja. Chat schaut auch kurz weg, wenn ihr mitraten wollt. Ich werde kurz so ranzoomen, dass man es nicht lesen kann. Ups. Das war... Moment. Bild in neuen Tab. Moment, ich hab's gleich. Kommst nicht ganz drauf, aber okay, ja, okay, ich hab's. Okay. Oh, das ist Deltarune. Ah, was genau? Oh Gott, ist es Deltarune? Ja. Yeah. Sehr deutlich wie Deltarune aus. Vor allem, weil ich das Undertale-Bild vorhin ja auch gesehen habe, deswegen das Gesicht ist wieder genauso da oben. Und das da ist irgendwie, Ralsei. Keine Ahnung, Deltarune Chapter. Achso, ist wahrscheinlich. Spiel, kann ich dazu sagen. Ist wahrscheinlich Protokoll. Chapter 3, 4, 5, irgendwas. Ja, Chapter 3. Let's das ist go. Auch interessant. Oh Gott. Mal sehen, wie nah das rankommen wird. Wir werden es rausfinden. Warum ist Metal Gear Solid 6 einfach nur dieser Matrix-Hintergrund? Ja, warum ist das so ein. So ein seltsam. Hä? Das ist so leer. Und dann unten passiert einfach was. Iiii! Super Smash Bros. Shrek! Gott, diese Website ist unerschöpflich. Also wirklich, man kann hier ewig endlos. Das mag ich nicht. Junge. Oh mein Gott. Wario und Waluigi. Metroid Inside. Ich glaube. Ich glaube. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen Waluigi so Pinball. Es sieht wirklich aber so ein bisschen so aus. Auch so, als würde jemand von draußen reingucken. Deswegen Inside. Die sind so drin und irgendwer anders ist draußen. Hier, ich glaube, wir haben die Auflösung dazu nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein relativ... Wir haben gerade eine Idee bekommen, was es sein könnte. Oh, das ist entweder Ocarina of Time oder Twilight Princess. Twilight Princess x Sonic. Ich finde, das ist Shrek, weil das eben genauso aussah wie bei so einem Super Smash Bros. Irgendwie. Es kann auch Shrek Sonic sein. So, links ist auf jeden Fall Sonic. Da sehe ich die roten Schuhe und die blauen Haare. Ich weiß nur, dass mit dem Schrift. Die Schrift sieht ein bisschen aus wie Hylianisch, verstehst du? Also Sonic und Shrek, würde ich sagen. Ja, ich würde auch auf Shronic und Shrek tippen. Shronic. Es ist Shronic. Und unten ist vielleicht noch ein Crazy Frog. Ich glaube, Hero kann jetzt auflösen, er schreibt mir gerade. Er sagt, wir kommen nicht drauf. Ich habe jemand die Smaxi Hüften rechts. Es ist Shrek and Sonic Marriage Counseling. Wir waren doch schon so weit. Ja. Oh mein Gott. Das war gut.
Yo. Yo. Crossing Tweets Doom Eternal. Ist es ich halt liebe wirklich? Es, dass, was ist der Boden? Sind da Blütenblätter oder ist das alles Blut? Oder ist es Blut? Das ist ja genau die Frage. Und, der Realist, und natürlich der realistische Hund. Diese großen Köpfe. Diese großen Köpfe und kleinen Körper von Animal Crossing, aber mit der Optik von diesen Höllenwesen. Das ist ja perfekt. Können wir mal kurz über die Spiegelungen von dem Helm reden? Von Doomguy? Oh ja. Das an. Ja. Das ist sehr glänzendes Metall. Das könnte man als Glas. Textur für die Metal Cap nehmen. Mhm. Okay, was ist das? Oh nein, das steht dabei. Okay. Ist okay, ich hätte es eh nicht gewusst, weil ich nicht weiß, wer das ist. Das ist der Sprecher für Mario im neuen Mario-Film. Und der Schauspieler aus Guardians of the Galaxy, Parks and Recreation. Ich kenne keine Filme. Ja. Was haben wir sonst noch? Dragon Ball Legends 2. Das sieht aus wie, ist der Film. Das ist der Dragon Ball Realfilm. Na, so gut sieht er nicht aus. Der damit. Oh mein Gott, Johnny. Ich hasse das, was wir jetzt haben. Oh nein, in die Hose. Bretter. Ich mag es, dass unten rechts eine Yacht ist. Die brettert da gleich rein in die Hose. Die brettert gleich in die Hose. So ist das gemeint. Es sieht wirklich aus, als würde man da. Als könnte man die Hose kaufen. Ja, es ist eine Landkarte auf der Hose. Mit diesem Bund oben. Oh Mann, ich bretter mir auch gleich in die Hosen. Okay, was ist das? Ich sehe gerade, eins musste zensiert werden, sonst weigert sich Discord. Wie, sonst weigert sich Discord? Sonst kann man scheinbar auf Discord nicht hochladen. Aber Discord hat doch gar nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Also das ist Metal Gear Solid Ass Eater. Ich würde sagen, gewisse Aspekte davon sind sehr deutlich. Ich denke, die Zensur ist sehr angebracht. Ja, wie gut ist. Wobei, sie können doch ein bisschen daneben. Also, das daneben ist jetzt auch nicht besser. Nein. Das glaube ich nicht. Ich liebe ja Ass Eater als anstelle von Snake Eater. Oh, jetzt ist nicht so hart. Verspeisen sie Arsch. Meins ist für. Okay, Metroid. Das ist einfach, glaube ich. Metroid, Dark Souls, Bloodborne. Dark Souls X, ja, Metroid. Dark Souls. Oh, und ich liebe es. Diese X-Bilder sind so cool. Guck mal, das vereint einfach deine beiden. Ein paar deiner liebsten. Ja, und es sieht halt Arzt absolut halt. Danach aus. Sieht genauso aus. So, ich weiß, was ich als. Oh, ich weiß, was ich machen werde. Ich mache irgendwas scary. Was wollen wir gruselig machen? Welches Videospiel, ja, stimmt, was auch immer. Scary. Soll ich mitmachen oder soll ich Oh, weggucken? Pass auf, ich mache Scary Teletubbies. Scary Terry. Das ist ein Videospiel. Das ist ein Videospiel. Ich habe dir noch ein Bild geschickt. Ich muss das tatsächlich wegen Adult Content zensieren. Dabei war es durchaus ein Schlüppi im Spiel. Oh. Ich weiß nicht, was ein Schlüppi ist, aber ich glaube, das ist was, das wir nicht sehen sollten in dem Stream. Das Ding ist Schlüppi eigentlich. Könnte alle. Achso, ist ein Schlüpper gemeint? Oder ist der Schnippi gemeint? Ich glaube schon, ja. Nee, ich glaube ein Schlüpper. Aber ich denke mal. Yo! Das ist auch so cool. Es ist wirklich einfach genau das. Es ist genau das. Warte, was? Da sind so Mischungen aus Sith's und Soldiers und. Resident Evil 2. Resident Evil 2 hat sehr viele Hosen. Warum kommt ausgerechnet jetzt diese Reihe? Ich habe auch gerade was damit machen wollen. Oh, du hast mir noch was geschickt, sehe ich gerade. Mhm. Ist das Minecraft 2? Ja. Ich habe die 2 oben erkannt, das hat's verraten. Ja. Sieht aus wie diese Wegwerf-Games, die irgendwo so in so einem Mediamarkt, in so einem Haufen liegen. Als wär's Jenga auf dem DS. Ein Xbox-Game. Es ist Jenga auf dem DS. Ja. Orient, ja. Blind Forest and the Binding of Isaac. Warum dachte ich, dass das mit Ori und der Undertale ist? Das Sans, weil da einfach Sans ist. Ja, ja, aber das sieht auch. Macht die blaue hier. Flamme da links ist auch super cool. Dödödödöd. Jo, der Baum da im Hintergrund. Oh mein Gott.
Splatoon. Splatoon. Ist es einfach nur Splatoon? Einfach nur Splatoon. Und ich denke, es ist funktioniert einfach. Need for Speed Most Wanted 2. Das ist einfach die schlechteste Qualität von allem, das wir jemals hatten. Aber diese Spiele sahen wirklich ein bisschen so aus früher. Die waren, ich hab die geliebt, die sahen gut aus, aber es war immer, um es zu kaschieren, immer so verregnet und alles. Weißt du? Was hast du gesehen? Oh Gott! Was hast du gefunden? Es ist wie der Pillowman aus Community. Das ist einfach nur so ein dummer Anzug. Schau dir die vollen Lippen an. Stimmt. Pepsi Man 2, The Cola Wars. Oh mein Gott. Ich liebe die Pose, es ist wirklich einfach nur Hände hoch. Ich schieß gleich das Pepsi-Logo. Ich habe so sehr diese Pose angenommen, dass ich nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie weird es eigentlich ist. Dass sie die tatsächlich getroffen hat, diese Pose. Oh, wow. Welche wow. Person ist das wohl? Merkel? Ja. Yeah. Tatsächlich? Es ist Angela Merkel. Oh mein Gott. Monster Hunter. Warum ist der Hintergrund trotzdem sowas von Rayman? Ich weiß es nicht. Eindeutig. Ich hasse es, wie gut das funktioniert. Nicht sicher, warum wir gerade die Politikerrunde haben, aber... Es ist so Trump, ja. Ich hasse komplett. Es, wie gut das funktioniert. Ich Donald hasse Trump es so Dark sehr. Souls. Das stört mich. Oh mein Gott. Kannst du mir sagen, welche beiden Spiele da verbunden wurden? Ja, jetzt aber Nintendox, oder? Ja. Yeah! Ich hatte vorhin schon mal einen Hund gesehen, da war es nicht so. Und wie jedes Mal Bloodborne. Achso, ja, Bloodborne. Ja, das hatte ich schon so deswegen auch die eingefallenen oder nicht vorhandenen Augen und alles. Wieso oh mein Gott, was ist Isaac? Das? Wieso sieht alles mit Isaac immer Gott. So stark aus? Was? Alles mit Isaac ist so ästhetisch. Was ist denn? Was? Das könnte straight up ein Trailer-Shot sein, wo das gerade so ranzoomt an so ein... Oh mein Gott! So ein aufgeschlagenes Buch. Und ich weiß, welches Item das da oben ist. Das ist dieser komische Pokéball, das Spacebar-Item. Das mag ich nicht. Ich meine, es ist einfach nur ein Auge von Isaac, meiner Meinung nach. Aber nein, das ist ein Item, das so aussieht, glaub mir. Ja, aber es ist gleichzeitig auch sein Gesicht. Ja, aber es ist darunter ist so ein muskulöser Arm irgendwie. Ja. Welcher Conker wurde da genommen? Ey, ich glaube, da ist nicht viel Conker vorhanden. Ich glaube nicht, dass der Conker von Conker's Bad Fur Day mit drin ist. Oh, ich wollte gerade. Oh mein Gott, ich hasse es. Oh, Conkers sind einfach. Das heißt einfach Kastanie, das wusste ich gar nicht. Oh. Ich hasse es, dass man hier einfach erkennt, was es ist. Das stört mich so sehr. Es ist Bloodborne Pinball. Ja, es ist Bloodborne plus Skyrim Pinball. Ah, okay. Ich liebe es, wie einfach ein Skyrim NPC und von Bloodborne an dem Flippertisch stehen, beide. Ich mag den Ass. Das ist so eine gewisse Rundung. Was ist... Hä, warum ist das so Das ist viel schlimmer als das Need for Speed Ding irgendwie aufgelöst. Das ist einfach so, man hat das Gefühl, es ist nicht fertig. Ja, warum? Nein, ich erkenne ein ganz klares Gesicht. Das Gefühl, es ist sehr fertig. Nein, das da drunter, diese ganze Fläche. Ja, das stimmt, aber das Gesicht da oben, das ist ein bisschen eklig. Das Gesicht ist so ein Schlagring mit 3 Zahnreihen. Der ist kräftig. Er hat 2 Beine und eine Waffe. Und da ist der Kopf. Sieht aus wie ein experimentelles Musikvideo plus Snake. Oh ganz, mein Gott. Ganz stark. Oh, das mit Twitter war eine gute Idee. Cyberpunk 2077 und Frostpunk. Das ist kalt. Und futuristisch. So sind die Isaac-Sachen. Oh drin. Gott! Yo! Ihhh! Kirby Bloodborne! Yo, ich brauch mehr mit Kirby. Wir brauchen ein bisschen mehr Kirby, aber ich hasse es, dass alles mit Bloodborne und Isaac einfach so gut wird und so beängstigend. Kann jemand Kirby Isaac machen?
Weil mit Kirby, mit Isaac wird immer alles so oh stark. Mein Gott! Das ist auch ein Pinball. Das ist Bisasam, aber... Ja! Ja? Es ist Bulbasaur Pinball. Oh mein Gott, ich hab's einfach 1:1. Ja, das ist es. Weißt du, wie das aussieht? Wie das... Du sitzt auf dem Beifahrersitz von einem Bulbasaur-themten Auto. Nein, das sieht aus wie... Sieht sehr nach Freizeitpark aus. Ja, aber ja. Stell dir mal den unteren Teil weg, dass da oben ist so, da ist so das Handschuhfach und da ist so die Mittelkonsole. Oh mein Gott, ja, jetzt sehe ich's. Oh Gott. Ein Knüppel wäre. Wow, warte, ich will raten. Naja, komm nicht wirklich drauf, das ist ja der Wolf Among Us. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, das da ist nicht viel Among Us wieder durchgekommen. Okay, ja, Among Us gibt's irgendwie nicht richtig. Das ist ein Artwork von einem 3-Fragezeichen-Hörspiel. Ich glaube, meins ist fertig. Wolf. Oh ja. Ah, du hast ja irgendwas Gruseliges. Ja, du hast Scary Teletubbies gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir sehen eine Menge Scary Teletubbies. Ich habe etwas Happy gemacht, aber es ist nicht wirklich Happy geworden. Es ist einfach nur, ich hätte das Wort Happy auch weglassen können, habe ich das Gefühl. Du wirst es sowas von erkennen. Ja, es ist Happy Resident Evil. Ja. Was hat das mit Happy zu tun? Ich weiß es nicht. Okay. Warum funktioniert das? Skateboard. Oh mein Gott. Ich hab gar nicht hingeschaut. Oh das Gott, das ist eine echte Spielszene, muss man einfach das sagen. Das ist so super. Manchmal weiß man nicht, wie sehr man eine Sache in seinem Leben braucht, bis man sie vor sich sieht. Aber das erinnert mich, pass auf. Ich werde noch was eingeben. Davon will ich mehr sehen. Jetzt will ich andere Sachen mit Skateboarding. Ich mache jetzt auch ein Skateboarding. Ja. Ich muss das sehen. Nicht nur Tony Hawk's Pro Skater, sondern alle möglichen Pro Skater. Es funktioniert einfach immer. Wie kann auch Bloodborne so stark die ganze Zeit durchkommen? Ja, Bloodborne hat so einen starken Artstyle, wie es aussieht. Ich glaube, Bloodborne fällt dieser KI komplett leicht nachzubilden, diese Häuser und Strukturen und so. Und Isaac aus irgendwelchen Gründen auch dieses organische, fleischige. Ja, ja. Oh, das ist so cool. Pass auf, kannst du mir sagen, was das ist? Es ist Metroid möglich Kart. Zu erraten. Es ist Metroid Kart. Metroid Kart. Yo, ich liebe... Das finde ich mit am besten. Ja, vor allem es ist in dieser Garage, was einfach so passt. Können wir mal drüber reden, einfach. Wie gut Metroid anscheinend auch... Also, Metroid-Sachen sind immer schön. Mhm. Die haben das so gut gemacht mit diesen glänzenden orange-grünen Farben. Na. Das sieht sehr einfach, gut, also, der Kontrast, die wir... Dieses normale Metroid-Ding war schon geil, aber dieses Kart... Das ist Dragon Ball Pinball. Ja, es ist Dragon Pinball. Das ist ja eindeutig. Oh mein Gott. Ich bin so erstaunt. Ich denke, ich habe alles gesehen, Furby. Was die KI kann. Ja, das ist Furby x Hugo. Das macht Alter, mir so... Das macht mir Angst. Aus? Ich mag es nicht, dass er da unten so reingequetscht ist und das Auge noch ans Glas gedrückt wird. Sieht aus wie ein Gremlin. Aber ich liebe auch, siehst du, wie das, rosanes Licht quasi auf das Glas scheint außen? Ja, ja. Das ist einfach Kirby in a Jar. Ist auch so ein Spielzeug irgendwie. So ein McDonalds-Spielzeug sah so aus. Jar. Verzeihung. Furby Kirby, oh mein Gott. Furby Kirby. Ich bin Furby Kirby. Bloodborne Pinball. Diese dummen, riesigen Figuren in der Mitte im Bloodborne-Sachen sind so einfach. Sie sehen einfach alle aus wie Bloodborne. Das ist nicht nur Pinball, das ist straight up so ein ganzer Roulette-Tisch irgendwie. Oh, warte, wir können hier raten. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Minecraft X... Irgendwas mit Mario, oder? Ich denke auch, es ist Mario mit... Ich weiß nicht. Ah ja, Minecraft Mario ist, ich denke auch Minecraft Mario. Diese Pappstädte sieht man öfter, das ist voll seltsam. Oder steht nicht, was es ist. Nein! Das ist einfach das Pappfort und da ist dann noch was angemalt worden. Oh mein Gott! Oh, ich liebe es! Yo! Es ist Scribblenauts X-Star, es ist einfach Paper Dark Souls, einfach so eine kleine Dark Souls-Papier-Collage. Ja, das ist einfach nur ein Fanart, what the fuck?
Okay, ich will noch... Vor allem sitzt ihr auch um Spawnfire herum. Ich brauche noch Sachen mit Paper Mario oder Okami oder so. Damit ich ihr müsst irgendwie mir dazu schreiben, was es ist. Oh mein Gott. Kannst du mir das sagen, was das ist? Portal Pinball. Ja! Yeah! Man erkennt es einfach auf Anhieb bei so vielen Dingen. So stark, Junge, was? Wir haben so viele Pinball-Games gerade erfunden. Oh nein! Bidoof! Legend of Bidoof. Ich liebe es, dass es da so, dass es auf einmal so ein komischer Knet-Art-Style ist. Ja. Da sind auch die beiden Arme an den Seiten. Es ist einfach, wenn eine Pokémon-Karte mal was anderes macht, als nur so gezeichnet. Oh Gott. Warum wird Bidoof erschossen gleich? Oh, ich hab's schon geschlossen. Du hast es genau gerade geschlossen. Das ist Waluigi Smash Bros. Der kommt dich gleich smashen, Bro. Oh, ich bin super weit unten bei den Vorschlägen. Oh wieso mein greift, Gott. Oh mein Gott, warum werden die immer besser? Das ist jetzt wortwörtlich einfach nur so ein Bild. Da ist sogar die dumme Hollow-Sonne aus der Ich meine, das 3. hatten wir schon oft, dass es sehr stark war. Oh mein Gott, sie werden halt besser. Ja. Was die KI lernt, Moggi. Die KI lernt dazu, Vorsicht. Sie lernt dazu. Ich bin absolut fasziniert. Ja, meins muss noch laden. Gott, ist das super. Oh ja, Metal Gear Solid und Destiny. Ja, sieht auch okay aus, denke ich. Ich mag es, dass auch wieder alles aus Glas ist im Hintergrund. Oh, ich habe noch eine gute eigene Idee. Oh, ich habe so viele Ideen jetzt plötzlich. Ich vergesse sie dann leider wieder. Da kannst du auch nicht wirklich drauf kommen. Ich liebe es, dass einfach ein Bild aus Metroid Prime 2 Multiplayer ist. Ja, ist es. Also ich hätte jetzt Metroid gesagt. Es ist Metroid Prime Double Dash. Ach so. Aber es ist einfach ist Samus Dingens leuchtet und sie verschmilzt mit dem Boden. Es und da unten ist Spieler 2. Man spielt es ist Prime Metroid Hunters, aber auf einem Bildschirm. Ja, das ist Splitscreen aus der Metroid Prime 2. Ich weiß sogar, welche Map das ist. Das ist die mit der Kanone gerade. Und ich glaube, einer der Spieler ist gerade in der Kanone drin, wenn ihr Alter, Metroid Prime 2 Multiplayer gespielt habt. Wegen Double Dash. Nicht gut. Mario Odyssey, X Breath of the Wild. Es funktioniert auch einfach. Es funktioniert irgendwie. Es hat so viele vertraute Elemente. Oh Gott. Und weil es natürlich immer funktioniert. Warte, ich man kann einfach nichts falsch machen damit. Es funktioniert einfach immer. Ich muss aber sagen, das ist schwächer. Ja, yeah, an sich, das unten rechts passt nicht so ganz, aber dennoch, ich denke, es ist immer noch sehr stark. Dieser Charakter aber ist ziemlich cool. Er sieht aus, als hätte er so einen Hut auf und besteht aus Roboter Shrek Bloodborne. Es ist Bloodborne Shrek. Ja, so klingt's auch besser. Mega Man, achso, ja, steht da ja. Ja, Mega Man Mushroom King. Ich glaube, es war so ein Rom-Hack, den ich vor vielen, vielen Jahren mal gespielt habe. Diese Bilder sehen auch voll oft aus wie solche mittelalterlichen Darstellungen von irgendwie Engeln oder sowas. Ja. Diese Art, Farben einzusetzen. Hitman, ja. Hitman and Run. Ich mag es auch, dass aber so eine 80er-Stadt im Hintergrund ist, aus irgendwelchen Gründen. Da hinten ist aber einfach einer am Flügel und spielt. Also ein Klavier. Das ist auch sehr faszinierend. Persona scheint auch sehr starken Artstyle zu haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach eine Mischung aus allen Persona-Artworks zusammen. Oh mein Gott, was ich gerade bekommen habe, macht gar keinen Sinn. Okay. Du wirst sofort erkennen, was es ist. Okay. Aber die eine Hälfte, die ich dazu geschrieben habe, ist einfach weg. Was ist es? Sims? Ja. Und dazu hatte ich noch Sims. Ich hatte noch Simpsons. Was? Ich habe The Sims X Simpsons geschrieben und es war nicht dabei. Ich sehe da keine Simpsons. Da sind keine Simpsons, die sind weg. Warum? Die Simpsons. Oh, meins ist da.
Ja, auf jeden Fall Isaac. Oh ja, The Binding of Isaac Skateboard. Oh ja, das sind einfach so ein paar Skateboards von The Binding of Isaac. Ja, es sind einfach so drei Skateboards, die unten so Artworks. Schau dir das Gesicht haben. Da unten rechts an. Okay, warte. Ich will noch was machen. Das schwarz-rote Gesicht. Es funktioniert einfach. Was haben wir sonst noch? Oh, ich habe eine gute Idee. Ich schicke noch was ab. My Heroes Extokie Doki Literature Club. Warum liegt da irgendjemand blutend am Boden? Warum ist das perfekt? Du, für das fragst du noch. Bei den beiden Games fragst du, warum da jemand blutend am Boden liegt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eine Bahnstation. So eine von diesen runden... Oh ja, das ist absolut die... an dem Bahnhof. Ja. Komplett. Oh mein Gott, das ist auch beängstigend. Metroid und... es ist so... Na, das andere kannst du nicht erkennen. Doch, es ist so Cell-Shading, yeah? Pizza, ist irgend so ein Essen. Nein. Beautiful Joe. Okami Metroid. Ja! Yeah! Wirklich? Du kamst drauf? Wie kamst du auf ich Okami? Ich hab Okami vorhin vorgeschlagen, dass ich mehr Sachen mit Paper Mario und Okami versuchen möchte. Deswegen hatte ich Okami schon auf dem Schirm. Okay, Gott. Ich hasse es, dass hier ein muskulöses Baby mit einer Minigun ist. Ab jetzt wird zurückgeschossen. Ich bin mir sicher, dass das immer so aussieht wegen Isaac selbst, nicht wegen irgendwie einem Augen-Item oder so. Ja. Ja, das eine war. Es sah aus wie ein Item. Binding of Isaac Pinball, wir hatten schon mal jetzt ein bisschen auch super, der Binding of Isaac Pinball. Und es funktioniert immer noch einfach. Ja, und es ist vor allem wirklich ein bisschen so super, mehr so wie Super Metroid auch so ein bisschen cooler geworden im Vergleich zum ersten. Ein bisschen mehr blau. Ja, ja. Da oben ist einfach auch der Ball, so, mit dem man spielt. 1:1. Pokémon Apocalypse. Warum ist da ein Mi unten links? Guck mal, ja, unten ist es so total cartoony mit so der Checkkarte. Oh, das ist Pokémon Go, die Karte da unten. Ja, ja, da ist so ein Briefkasten und so. Da oben ist und die Apokalypse. Haus, und oben brennt es irgendwie. Wird so viel zu realistisch. Da ist so ein Fahrrad irgendwie zusammengeprügelt. Das ist auch cool. Yo. Okay, StarCraft. Oh ja, als ob du es erkannt hast. Das andere erkennt man nicht wirklich. Meine Schwester hat sehr viel StarCraft immer gespielt. Das andere ist Bionicle. Alter, das passt so. Ich sehe nicht viel Bionicle, aber ja, man sieht es. Das passt so perfekt zusammen. Jo, ich lieb's, dass ich StarCraft direkt hatte. Bloodborne SingStar. Oh mein Gott. Dieses Menü. Ich weiß noch genau, wie man durch dieses Menü navigiert. Oh mein Gott. Aber das ist auch ein so ein Nerf. Yo, Lego. Lego Stadio Diablo Valley Card HD Remake. Oh man, er kennt ja so... Warum sieht das so gut aus? Okay, ich habe noch eine gute Idee. Oh, ich will selber noch so viel mehr machen. Ja, wir haben leider nicht so viel. Oh ja, ich muss selber... Oh, ich habe die Zeit verschwendet. Nicht mach Lego... Ne, Paper Mario Lego oder irgendwie so. Ich will das sehen. Weil das beides so crafted shit ist. Ich mach Lego Bloodborne. Okay, Lego Bloodborne finde ich auch gut. Manche Dinge, die funktionieren einfach, die sollte man auch nicht essen. Wir sehen heute die ganzen zu 60% Bloodborne. Es funktioniert aber auch einfach so gut. Und zu 40% Isaac. Lego Stardew Valley finde ich halt schon stark genug. Oh mein Gott! Doom? Oh, ja. Yo, Doom. Bloodborne wieder? Ja. Schau dir an, wie da unten die Organe diese rauslaufen. Diese ganzen... Oh, das ist so cool. Das ist cool, ja, das ist Album von meinem... Das ist das Cover von meinem ersten Metal-Album übrigens. Ja eben, das ist wirklich so. Ja, das ist einfach Metal-Cover. Und das ist da oben dieses Graffiti, yo. Aber der Typ sieht einfach aus wie so eine Mischung aus Kirby... Kirby Dread. Deswegen... Ja, das sind ein paar Kirby Dreads, wenn ich jemals welche gesehen habe. Das hatten wir vorhin mit Kirby. Kirby Isaac war das, ne? Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr. Kirby Dread. Sieht auch aus wie Kirby, so die cursed Version von Kirby Woll, also von, wie heißt das, magisches Garn. Das ist auch ein bisschen, viele Dinge werden einfach nur ein bisschen eklig.
Doshin the Giant versus Birdo. Ich seh ein bisschen Birdo, aber Doshin the Giant sehe ich nicht. Das ist eins von Ricky Skylanders Thumbnails. Oh, sehr gut. Oh, das ist auch so hübsch. Ich habe auch was eingegeben, wo ich gehofft habe, dass es richtig hübsch wird. Animal Crossing Minecraft Pinball. Schau dir das an. Es ist sowas von einfach aus Knete so reingeschnitzt und reingeritzt alles. Aber Pinball kann man damit nicht wirklich spielen. Sieht eher aus wie so ein Diorama, was man in der Grundschule gebastelt hat. Ja. In so einem Schuhkarton drin. Legend das of Hollow Knight, Wrath of the Bloodborne. Ja, das trifft's halt aber. Die haben einfach alles vereint. Aber ja, es sieht sehr Hollow Knight aus. Wie kann das so gut funktionieren? Allein, dass das Schloss diese zwei Cartoon-Augen kriegt. Vielleicht brauchen wir mehr Hollow Knight. Oder was auch immer das ist. Hollow Knight auch ganz stark. Was ist mit so Pixel-Games, so Super Mario Bros. Oder so? Das ist Metroid. Oh, Final Fantasy erkennt man sogar voll. Ja, im Hintergrund diese Blitze und alles. Und die Haare halt. Ja, und das ist Zero Suit Samus. Meinst du? Ja. Yeah. Also, ich glaube nicht, dass bei Metroid Zero Suit Samus irgendwann mal vorkommt. Also, ich meine jetzt in diesem, wenn Bilder generiert werden. Ich weiß nicht, ich sehe mehr die geplanten Haare. Das ist nicht unbedingt eine Final Fantasy Frisur, würde ich sagen. Wenn eins der Wörter Samus gewesen wäre, hätte ich dir zugestimmt. Aber es ist halt nur Metroid. Das hat auch super, das hat super coole Vibes, dieses Bild. Mit Metroid sieht immer so nice aus. Es ist wieder Metroid irgendwie. Nee, es muss noch was Cartooniges sein, oder? Ein bisschen, quasi. Es sind beides Videospiele. Ist nicht Bloodborne, oder? Dieses Mal nicht. Achso. Sind beides Videospiele. Metroid und Bloodborne wird Metroid auch Yoshi's Island. Nein. Ich weiß nicht. Also das andere wird auch nicht als Videospiel erkannt. Es ist Super Metroid Sunshine. Ah, okay. Es ist einfach nur Metroid und ein bisschen Strand und sowas. Aber es sind so vielleicht Sonnengötter-Artworks aus Ägypten, oder? Es ist ein Burger. Es ist irgendwas zu essen mit so einer Kapuze. Es sind mehrere Burger. Es ist Burger. Metroid Prime 2 Echoes Adventure of Burger King. Burger King. Und es ist einfach irgendein Charakter, ein Luminot aus Metroid Prime 2, der einfach zwei Burger serviert. Ja, es sieht genauso aus wie Metroid und Burger. Das gibt's echt nicht. Das gibt's nicht, wie gut das passt. Meins sieht aus, als hätte das einfach, Oh ja, das ist ein klassisches Spiel, das Fully und ich in Game Dev Tycoon gemacht haben. Es ist Mama sind der Piraten im Garten. Ich muss sagen, ich sehe viel Garten, aber ich sehe nicht viel Piraten. Mama, sind da Piraten? Okay, meins ist fertig. Was habe ich gemacht? Okay. Weißt du, wie es aussieht? Oh mein Gott. Es sieht aus, als hätte Gonzo es designt. Ja. Der Typ von Post the Turtle und so. Oh mein Gott. Zuerst dachte ich, es ist irgendwas in der Richtung von Waluigi, aber Lila spricht reicht Lila für Waluigi. Ich glaub nicht. Meinst du nicht, dass es Lego ist oder so? Ich glaube, ich würde nicht drauf kommen. Nee, das ist schon viel länger in der Mache. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber eins davon könntest du noch drauf kommen. Hatten wir auch schon sehr oft. Ich wollte nur sehen, ob es schön wird. Metroid? Ja. Okay. Ich hab's F-Zero Metroid Fusion genannt. Oh mein Gott, ich bin erstaunt, dass Leute Rasix kam auf Metroid F-Zero. Alter, wie? Ich seh da kein F-Zero so wirklich, aber stark. Sehr, sehr gut. Ich liebe das. Mama, da sind Piraten im Garten. Sieht aus wie so ein Käferspiel. Dann haben wir eine klassische Videospieltheorie und das ist Marios Kommunist. Was ist das für eine Kreatur? Oh mein Gott, willst du die Kreaturen sehen? Wo steht der? Das ist Kirby Isaac. Ja, Binding of Kirby. Jo, dieser. Der Blut. Ich mag den Kleinen da noch so eingehüllt, den Kirby. Das Gesicht. Es ist Albtraummaterial. Wieso funktioniert das? Ich mag, dass da in der Overworld aus, dass da die Donkey Kong 64 Smash Bros. Stage drin ist in der Blase. Ich hab was Gutes. Ja, stimmt, die ist einfach.
Oh, das ist ein Szenario, das die Leute sich wünschen. Der Kongo-Dschungel. Kingdom Hearts X Bloodborne. Yo! Ich wüsste gern, was die Story hier hinter ist. Ich hätte das gern geraten. Ich glaube, ich wäre eventuell drauf gekommen. Oh, ich liebe es. Oh mein fucking Gott! Kirby Isaac Double Pinball! Das sieht bisher fast am stärksten nach so einem echten, nach so einer Arcade aus halt. Er ist auf jeden Fall ziemlich stark dabei. Oh Gott! Mit den ganzen leuchtenden Sachen und so. Was ist das? Jetzt kommt, oh mein Gott, du bist jetzt gerade bei den Menschen so weit, dass du die ganzen Kirby-Sachen kriegst. Ja. Kirby Bloodborne. Dark Souls. Nein. Das andere Spiel, das ich kenne. Ich hab doch schon Bloodborne und Dark Souls gesagt. Ach so, Nier? Nee, Witcher. Witcher und Kirby. Ja, Nier macht doch keinen Sinn. Witcher und Kirby. Oh mein Gott. Was ist dieses Wesen da? Lost in Random. Ich weiß nicht, was Lost in Random ist. Aber das sieht auch super cool aus. Das sieht da auch nach einem Buch aus. Das sieht aus wie das Intro einer Serie von Isaac oder so. Oh mein Gott. Warum werden die... Oh Yo! Gott, es wird einfach nicht alt. Rayman Kazooie. Ray... Du, 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 du. Guck mal, wie gut einfach so Rayman 2 und Banjo-Kazooie so wiedererkennen, also so... Das sind so wundervoll abstrakte Formen, aber es ist gleichzeitig... Es sieht aus, als wäre es ein richtiges Bild wieder in dem Fall. Ja. Was macht der Knochen da? Mit Dingen drauf, die halt nicht wirklich Sinn machen. Oh. Ist deins fertig? Ich wollte gerade sagen. Ja! Was? Wie kann das denn so gut nach Lego aussehen? Lego Bloodborne. Guck mal, die Tiefenschärfe sieht aus, als wärst du ein Makro, also nicht Makro, aber... Alter! Als wär's Lego Builders Journey. Es ist, als wären die Legos mutiert zu tatsächlichen Wesen, so. Lost in Random ist ein interessantes Spiel und sieht etwas aus wie Night Before Christmas, okay. Im Bloodborne-Universum, das ist doch so insane. Ich muss noch ein Lego-Dingens machen. Das ist ja so insane, wie gut das... Alter. Und er hat ein Fass auf. Ja, jetzt will ich auch mehr mit Lego. Ich will natürlich Klemmbaustein. Wenn du das eingibst, dann kommt was Gutes bei raus. Nein. Das kannst du mir glauben. Komm nur Held der Steine oder so. Nein, ja, schick mir nicht Held der Steine. Nein, mach ich das nicht. Ich meinte es ehrlich gesagt meinte ich es nicht. Also. Okay. Lego Capri Sun. Ich würde gerne am liebsten eins von den gut funktionierenden machen, aber wisst ihr, was ich stattdessen mache? Ich mache Lego Burger King. Ja, ja, das fühle ich. Das will ich auch sehen. Der König. Der König ist hier. Der König der Burger. Oh mein Gott, das ist auch so cool. Lovecraft X Metroid. Ja, Mann. Es funktioniert einfach. Es ist sowas von Cthulhu Metroid. Das ist... Gott, warum funktioniert das alles? Neo Automata X Metroid. Ich erkenne nicht so viel Metroid, aber ich erkenne eine Menge Neo Automata hier. Ich hätte fast noch Portal. Ja, ich hätte fast noch Portal miterkannt, aber bei Neo Automata gibt es auch solche Roboter, ne? Ich meine, es sind Androids. Oh mein Gott! Ja, ja. Ich habe auch nicht gesehen, was es ist, aber ich sage, es ist Okami. Okami, The Binding of Isaac. Ich sag, es ist Okami. Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Schau dir das an, wie da so ein Wolf oder so ist, der quasi seine Beute im Maul hat. Absolut. Das könnte ich mir direkt an die Wand malen. Es ist Okami Metroid. Entschuldigung. Warte, wo ist da Metroid? Was? Ich wollte noch was anderes raten, aber dann dachte ich mir so, dieser Hintergrund muss eigentlich Isaac sein. Metroid? Huh. Who would have thought? Formel 1 Doom Eternal. Es ist Metroid was? Formel 1 Doom Eternal. Okay. Ich hasse es, wenn ich in der Formel 1 fahre und der Boden nur aus Blutschmieren besteht. Wieso vermischt es wirklich perfekt Formel 1 mit Doom? Das kann doch nicht sein. Was ist das? Mega Man, Fußball. Es ist FIFA Mega Man. FIFA Mega Man, Alter. Es ist FIFA X Mega Man. Das heißt, ich glaube, es ist Mega Man X, den wir hier sehen. Genau, Zeit. Ja. Außer von Shaq, Lord F5 Gift Subs. Absolut. Vielen lieben Dank. Oh, ich wollte noch was mit Wii Sports machen. Darkwing Duck Souls. Darkwing Duck 2, 1, Risiko.
2-1, Bonfire. Das gefällt mir auch. Avatar, ja. Ja, Avatar Last Airbender. Das mischt allerdings mit dem Realfilm, das gefällt mir nicht. Weil die Serie heißt eigentlich nicht so. Metroid X Curb X. Das Gefühl, da bist du verrutscht. Das sieht aber krass aus. Also Metroid, Kirby aber kein Kirby. Wirklich, ja, es sieht Kirby ist nicht wirklich cool drin, aus. Aber diese organischen Formen bei Metroid sind beeindruckend. Und ehrlich gesagt, jetzt wurde ich... also, das ist ein perfektes Gegenargument. Auf jeden Fall ist da irgendwie Zero Suit mit drin. Ja. Obwohl da nur das Wort Metroid steht. Das da unten muss ja nicht Zero... Ja gut, die blonden Haare sind Zero Suit. Ich wollte gerade sagen, das unten könnte auch der Suit aus der Metroid Fusion sein. Ja, absolut. Ich meinte jetzt die Haare. Was? Wir spielen einfach irgendwas gegeneinander. Ja. Aus dem Jahr 2005. Das ist ein Forum. Ich mag's doch, dass es Windows XP ist. Das ist ein Gamer's Day. Siehst du da unten die Taskleiste? Ja, oh mein Gott, das ist eine Taskleiste. Und da links ist Winamp offen. Aber das ist ja auch, ich meine, Flashware, so. Ich bin einfach ein Programm. Ich bin ja, nichts anderes. Und generell ist Mythos of Gaming sehr komisch geschrieben auch. Da oh kann ja mein nichts Gott. Von dir. Da kann ja nichts von dir bei rumkommen. Zum Mandaglobiris. Oh, ich hätte Spyro gedacht. Aber es gefällt mir. Nicht ganz zu gut. Oh, das ist der tatsächliche Zumandaglobiris. Oh mein Gott! Kannst du es erraten? Yo! ist es irgendwie so ein Strategy-Game? Nein. Nein, ist es Bloodborne? Ja. Und was noch? Und, Witcher? Mm-mm. Herr der Ringe? Mm-mm. Bloodborne. Na, bedenke, dass hier viele zu sehen sind. Ja, deswegen habe ich an so ein Strategy-Game gedacht. Weißt du, wo man so viele... Aber es ist so ein Dorf. Hier, Diablo? Nein, es ist Bloodborne Battlefield. Ach so, Battlefield, ja. Wohl nicht wirklich als Spiel erkannt in dem Fall, muss man sagen. Aber es ist halt sowas von ein... Es ist einfach nur ein Blutbad. Blutgetränktes Battlefield. Der Rhein ist wieder rot! Bringt wow. Die Kinder rein! Die Wikinger kommen! Das könnte ein echtes Bild sein. Von irgendeiner Situation einfach. Krass! Space in the way. Ich hätte Lee Just und Larry erkannt. Ja, man erkennt ihn. Ja. Oh Gott. Das ist ein Super Saiyajin Kirby. Ich hasse es. Mit dem Nasenring. Okay, Paper Mario funktioniert leider nicht, deswegen hat Paper Rayman auch nicht funktioniert. Kennst du Tearaway? Ja. So, auch so ein bisschen Papier-Art-Style. Und das ist Metroid X Tearaway. Yo, das funktioniert ebenfalls wieder. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder heute. Ja, das, was du geschickt hast, was war das? Nein, Paper, das, was du gerade hast. Oh, okay. Papercraft Metroid. Nee, was ich habe, ist total scheiße, aber ich will, dass du es errätst. Okay. Achso, das, was du gerade geschickt hast? Ja. Okay. Es ist auf jeden Fall, ist es Paper Donkey Kong? Ja, es ist Paper Mario Donkey Kong. Ja, das ich habe extra Paper Mario dazu geschrieben, aber... Ja, das Papier ist ein zu starker Begriff dafür. Ja. Vielleicht muss ich es zusammenschreiben. So, was haben wir hier? Ist ein Lego fertig? Oh nein! Silent Animal Crossing! Oh nein, das gefällt mir nicht. Hä, das ist auch so ein Lovecraft... Nee, Edgar Allan Poe Illustration einfach für irgendwie unter den Bodenbrettern ist gerade was. Das ist irgend so ein Cute-Horror-Bild auf jeden Fall. Ja, das schuldige Herz. Meins braucht noch. Die Webseite muss gerade so leiden. Silent FIFA Hill. Warum? Warum stimmt das? Warum ist das perfekt? Das gibt's doch nicht. Es funktioniert. Oh mein Gott. What the fuck? Das ist alles Gold. Wie kann das so perfekt sein? What? Ich liebe es, dass auch diese Schriftzeichen oben rechts sind. Yo. Kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Alter Schwede.
diese ausgerüstete Gun. Das sieht aber so cool aus. Yo, ey, mit Metro. Ja. Was? Was sind das für. Es sind einfach Albencover. Was? Pink Floyd muss sich nichts mehr überlegen. So, die können einfach. Ja, es ist halt. Es ist super cool. Im Vergleich zu dem. Das ist Homer x Pringles. Die Pringles sehe ich doch. Oh nein! Kellogg's vs. Capcom. Ich würd's essen. Ich bin ehrlich, ich will's unbedingt probieren. Oh Gott, ich hasse auch das hier ein bisschen. Das ist eine. Ich mag es nicht, dass da unten so viele Rundungen sind in erster Linie. Das ist das Erste, was mir an Metroid nicht so gefällt. Shrek macht alles immer so wulstig und grün. Ja, das mit ist Shrek seine Stärke. Mit Shrek wird alles zum Hulk aus irgendeinem Grund, aber auch. Nicht nur zu Shrek selbst. Dragon Ball Budokai X Monster Hunter ist einfach ein Screenshot von irgendeinem 80er Anime. Halt wirklich? Nee, das ist ein Anime gefused mit einem so halt gefilmten japanischen TV. Ich sehe gerade, dass Sekiro auch wirklich gut funktioniert. Oh, tatsächlich, Wario! Yo! Das ist einfach Wario aus dieser japanischen Zeit. Mach bitte nicht Bloodborne Kellogg's. Oh, mein Lego Burger King ist das. Das ist auch so ein Waffelmaker. Ja. Ich meine, es sieht nicht ganz so sehr nach Lego aus, aber es ist mal ein Versuch wert. Es ist so trypophobisch, leider, für mich. Ist okay, es ist weg. Ist ein wenig unangenehm. Ja, so ist nicht schlimm. Mir wird nicht schlecht davon, sofort. Viele Leute sind da empfindlicher als ich. Cool. Bloodborne Boss. Richtig cool. Ich will den super coolen Bloodborne Boss sehen. Ich hab noch Club Penguin vs. Ex-Metroid. Homer Simpson kills Bloodborne Monster. Wird ebenfalls sehr phallusartig. Ja, das passiert schnell. Oh, nee, komm. Es ist Trap Souls. Ich hab dir jetzt auch noch ein paar Sachen geschickt. Okay. Trap Souls. Oh mein Gott. Club fucking Penguin. Ey, was sehe ich überhaupt? Warum ist das ein Eisbecher mit... Ist das ein Boxhandschuh da oben? Das sind Haare auf jeden Fall. Denk mal, das ist auch nass. Das ist irgendwie oh so mein ein Gott. Schulterpolster von... Oh, ich liebe es. Warum ist das eine Tastatur? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Einfach Pro Skater Kirby ist irgendwie gleichzeitig. Da ist dieser Geist aus Mario Galaxy. Diese, die man an der Zunge greift, die dann explodieren. Tatsächlich ist das eine Sache in Bloodborne, wenn man die 99 Einsicht übersteigt, dann erkennt man, dass die Kirbys überall zu sehen sind. Ja, das sieht aus wie so ein Pilz, der dieses Land befällt. So ein Kirby-Pilz. Ist das Sonic Landwirtschaftssimulator Battle Royale? Oh mein Gott. Es ist wirklich Farm Simulator Sonic Invasion. Das heißt, du hast sogar Invasion gecallt mit Battle Royale eigentlich. Mehr oder weniger, ja. Du hast es perfekt getroffen, holy shit. Ich meine, wir hatten schon so ein paar Battle Royale und sowas. Und immer diese riesigen Ansammlungen waren. Was ist das? Meins braucht auch noch. Ist das, Das ist auf jeden Fall Kingdom Hearts, sagen jetzt keine Zweifel. Ja, mehr kannst du eigentlich auch nicht erkennen. Es ist Justin Bieber Kingdom Hearts. Ich weiß nicht, wie das nicht ganz jetzt zusammengestanden. Ach so, ja doch. Es ist Kingdom Hearts Dreams of the Wild. Das heißt, die Person hat an Breath of the Wild gedacht, aber durch das Dreams kam es natürlich nicht zu Zelda. Oh, ja, verstehe. Und hier ist noch Mario Odyssey 2, falls du dich immer schon gefragt hast, wie das sein wird. Lord of the Rings X Metroid. Dieses ganze Metroid-Zeug funktioniert halt auch so gut. Okay, die Haare sind wirklich immer von Sonic. Oh mein Gott, ich liebe Super Mario Odyssey 2. Ich meine, ich weiß genau, welche Level hier wieder gespiegelt werden. Da ist sogar das Hubraumschiff da unten. Das ist einfach absolut Mario Odyssey. Im Hintergrund ist ein bisschen New Donk City. Wieso? Aus Little Mexico. Es ist mehr Brooklyn, als New Donk City normalerweise Brooklyn ist.
Weißt du, was ich meine? Es sieht noch realistischer aus. Ach so, ja, yeah, ein bisschen. Ja, yeah, ja. Yeah. Krass. Wer ist diese Person jetzt rechts? Es geht ja nicht besser. Das ist ja wirklich... Alter, kennst du diese... Die Lego-Figuren da unten. Chill! Die haben so Angst vor diesem Wesen. Pass auf, Chill! Was da reinkommt. Ah, das ist Chill. Ich habe keine Ahnung. Achso, ja, das da vorne ist Jill. Ja. Ja, und das sieht aus wie, kennst du diese großen Lego-Figuren, die früher bei Lego Technik in so Rennautos saßen oder so? Ja, ja, ich glaub, weiß, was du meinst ungefähr. Sehr nischig. Sind die kleinen, normalen Lego-Figuren, haben Angst vor diesen großen. Ja, ist auf jeden Fall eine große Lego-Figur da drüben. Ja. Das Bloodborne Crossbow Training. Alter, Morgi, ich kann nicht mehr. Oh Gott. So langsam meine Wangen tun weh. Das werden Leute zu schätzen wissen. Es ist Persona, JoJo's Bizarre Adventure, Eyes of Heaven. Das sind viele Augen auf jeden Fall. Was mit den Eyes of Heaven haben sie sehr viel mit reingenommen. Hm. Oh nein! Ich hab getrunken. Tut mir leid. Es ist Kirby. Nein, es ist Donkey Kong und... Du kannst eigentlich nicht drauf... Ja, es ist Donkey Kong. Donkey Kong und Doki Doki Literature. Nein, das andere ist kein Videospiel, es ist Donkey Kong Dating Sim. Okay. Ich war tatsächlich bei so Dating Sims im Kopf. Wie du gemerkt hast. Oh mein Gott. Bloodborne Kong gegen What? Mama. Warum ist das einfach eine Frau jetzt da links mit dem Kleid, mit dem Viktorianischen und sowas? Warum funktioniert dieser Bloodborne Hardstyle immer? Und sie kocht ein paar, Oh, Cooking Mama, hast du da rotes Gelee auf deinem Kopf? Ist das eine Feige oder eine Wassermelone? Nein, das ist rotes Gelee aus Bloodborne, glaub mir. Rotes Gelee ist einfach so ein kleiner roter Fötus. Oh, und da ist eine Zwiebel. Ich weiß nicht, wo du eine Zwiebel siehst. Von diesem einen Wesen ist so eine Zwiebel, so eine rote. Ja, da. Oh ja, yeah, so ein bisschen, ja, yeah, ja. Yeah. So eine aufgeschnitten. Das wäre vielleicht eine Muschel. Ja, sehe ich auch. Wie spezifisch kann man werden? Ich muss mal. Dark Souls Tony Hawk. Die Skating-Sachen sind wirklich stark. Diese. Ich lieb, wie man so ungefähr so ein bisschen checkt, dass da jemand gerade so eine Skater-Pose macht. So mit der Hand am Skateboard und so. Ja. Bloodborne x Bloodborne. Oh Mann. Das eine ist mehr Bloodborne als das andere. Der macht wirklich immer so bei X so einen Clean Cut zwischen zwei Sachen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, aber das ist FIFA 1945. Es wird gerade in Deutschland eingeteilt. Es sieht irgendwie aus, als wäre es in Japan, weil wegen diesen Flaggen. Das ist auch cool. Ich glaube, da wirst du auch nicht drauf kommen, oder? Warte, ich habe noch nichts gesehen. Okami. Ja. Boah, was ist dieses grüne Ding? Das könnte wieder irgendwie so Mass Effect sein. Ja, es ist Okami Mass Effect. Was? Ja. Yo! Alter, ich hab's drauf. Es ist wieder Okami. Achso. Das sind zwei Menschen, die so ähnlich sind. Ich weiß es nicht. Es ist so einfach derselbe Charakter nochmal. Oh mein Gott. Da passiert so viel. Warum ist das auch schon wieder so gut? Warum ist Metroid immer so krass? Es ist Lego Metroid. Yo, das tut mir leid, falls ihr, wenn ihr keinen Spoiler wollt. Von der Samus-Spinne. Sieht ein bisschen aus wie... Oh nein. Das, da will ich auch noch was probieren. Oh na, warte. Okay, pass auf, wir haben jetzt ein Bild, bei dem ich fast sicher bin, dass es eigentlich nicht aus dem Tool stammen kann. Okay. Das werden wir rausfinden. Doch, natürlich. Ich weiß nicht. Meinst du, jemand hat wirklich nur einen Blender da drunter geschrieben? Ich meine, ich weiß, dass es von hier stammt, aber es ist einfach... Ach so, okay, ich dachte, du meinst es ernst. Das ist dieser Kaugummi von Patrick. Es passt halt alles so gut zusammen und es sind so surreale Elemente, aber nichts sieht aus, ob es nicht da sein sollte. Ich habe wieder Yu-Gi-Oh! Karten-Vibes, muss ich sagen. Also das ist Shuras, Ralph und Kirby.
Oh, das ist. Oder das ist irgendein Pen and Paper-Antagonist aus diesem Space Pen and Paper. Nicht Dungeons Dragons, sondern es hat, ist auch berühmt. Ja, aber wie gesagt, Asheros Rap. Ja. Kirby X-Satz. Ich liebe den Artstyle davon. Ja, es kommt voll hin. Kirby X-Satz. Was ist Kerbal Space Program? Oh, das Spiel, da baust du so ein Physikspielerei-Spiel, wo du eine Rakete zusammenbaust, die losschicken musst. Aber da, wo da hat jemand eine in der Bloodborne-Welt zusammengestellt, wie mir scheint. Es sieht genauso aus wie das Game, ich hab's mal gesehen, ja. Ich wusste nicht, dass das ist. Da ist ein grüner Luftballon dran. Ja. Ich hasse es für das, was es ist, aber ich liebe es für das, was es, wie es aussieht. Es ist League of Legends x Bloodborne. Ja, das ist wirklich... Ich kann gar nicht mehr beeindruckt sein an dem Punkt von Bloodborne-Sachen. Aber das hier könnte man genauso in irgendein Game übernehmen. Das ist Bloodborne-Pokémon. Warum ist das einfach ein Streamer, der da unten seine Facecam greenscreen? Oh nein, das ist Pokémon Snap x Bloodborne. Nee. Hört auf, Bloodborne zu mischen. Und Moggy sagt, nein, hört nicht auf, Bloodborne zu mischen. Conker's Fat Birdie. Conker's Fat Fur und er ist nicht mal fett, er hat wirklich nur fettes Fell. Ja. Und da oben kann man trotzdem eine Kastanie vermuten. Da sind noch ein paar Fuchsschweife. Eine Kastanie ist. Oh, meins ist fertig. Was war das nochmal? Ah ja, cool Bloodborne-Boss. Ich würde sagen, die Mission wurde erfüllt. Wir haben den coolen Bloodborne-Boss bekommen. Er ist ziemlich cool. Ist ein bisschen eklig auch. Sunglasses. Wie oft kommt in Bloodborne dieses pinke Zeug vor, die solche pinken, ganz vielen, na nicht Tentakel, aber so Geißeln irgendwie. Sunglasses Burger Emoji. Jetzt bist du komplett woanders. Ja, ich will nur sehen, was kommt. Warte, ich hatte dir noch was geschickt, glaube ich. Okay. Okay. Okay, dann schaue ich mal nach. Oh, das ist Rocket League. Ja. Und, ich glaube, das andere kommst du nicht. Deutschland 1945. Schau dir das Orangene an. Metroid? Nein. Ja, nee, kommst du nicht. Ich hab's nur gesagt, weil wir hauptsächlich Metroid und der Bloodborne bei allen haben. Rocket League Brawl. Oh. Rocket League Nickelodeon Brawl. Ich mag auch das. Nickelodeon kommt nicht ganz durch. Lieber Mario Sunshine. Das könnte irgendwie so ein Spiel sein, was zur Zeit von... Ja, dieses Wasser, das ist super cool. Beyond Good and Evil, so. Zu dem Zeitpunkt könnte so ein Spiel rauskommen. So sieht das aus. Super Princess. Das hätte ich erkannt. Ich wirklich alles daran... Nicht Super Princess, aber... dass es eine Ganondorf-Prinzessin ist. Das ist einfach nur Besteck aus Fallout. Wenn man Uri Geller packt, macht er wirklich Besteck hin. Das kann ja nicht sein. Einfach geschmolzene Gabeln. Oh mein Gott. Oh, das wird dir gefallen, glaube ich. Ich kann's nicht. Das ist Invader Sim meets Indiana Jones. Das gefällt. Oh, mit Invader Sim kann man auch bestimmt. Oh, ich will noch mehrere Cartoon-Serien vielleicht fusion. SpongeBob Mix. Oh irgendwas. Mein Gott, okay. Gott, ich kann nicht mehr. Es hört einfach nicht auf. Ich kann auch nicht mehr. Wann? Was ist das? Sind das Brötchen? Was ist das, um genau zu ist sein? Ist das Metroid Burger King? Metroid Burger? Das ist Metroid Fleisch? Ah, das macht so viel mehr Sinn. Oh Mann, ich hätte es haben können. Metroid Brötchen. Metroid Bread. Ich liebe es, dass es auch noch so gut aussieht. Oh ja, ich würde es essen. Ich krieg gerade echt Hunger. Puh. Oh Gott. Wann stoppen wir das? Ich weiß nicht. Man kann Stunden weitermachen. Ich würde fast, machen wir 22:10 Uhr, okay? Ja, das klingt gut.
22.10 Uhr, dann hören wir auf. Das ist so ein... Ich muss oft an Graffiti denken, aber das ist... Wow. Diese Formen. Boah, als könnte man seinen Finger da so reinstecken. Ja, das ist widerlich, Silent Hill Kirby. Dieses eine, das ist ekelhaft. Wow, ich will's erraten. Ich sag, es ist Knuckles, Bloodborne und Kirby. Ja, nee, Kirby nicht. Sound Rex ist ein bisschen Kirby, oder? Knuckles, Bloodborne und Kingdom das, Hearts vielleicht? Wo kommt das vielleicht? Gelbe her? Ja, eben, vielleicht Kingdom Hearts. Was hatte ich eben gedacht? Nee, Dragon Ball nicht. Das ist auf jeden Fall Knuckles und Bloodborne. Ja. Wo kommt das Fell her? Ja, komm, löse auf. Rate Lösung in den Antworten. Wie Lösung in den Antworten? Weißt du, wie viele Tweets ich bekomme? Nein, in den Antworten zu dem Tweet. Super Saiyajin, Dark Souls und Knuckles. Oh, ja, das erklärt einiges. Also war Dragon Ball. Dark Souls Rollercoaster Teil. Hä? Oh mein Gott. Ich liebe es, dass ja auch so eine kleine Stadt quasi aufgebaut wurde und sowas. So wie gut die Essenz von Rollercoaster Tycoon wiedergespiegelt wird. Außer von Rupi, 5 Euro. Vielen lieben Dank. Oh, das ist... Ich habe eine Vermutung, was das ist. Ich sag, es ist Persona 5 Kirby Dark Soul Bloodborne. Ich sag Kirby... Nein, warte, No More Heroes vielleicht wegen dem... Leuchten da ist so ein Cell-Shade-Look, aber auch so ein krasser. Das ist auf jeden Fall Kirby und... Oder ist Persona 5? Ich dachte, das ist oben links Persona 5. Ich sag No More Heroes und Kirby. Nee, Isaac ist das nicht. Das ist aber irgendwas Cell-Shade. Das ist die traurige Katze. Da ist auch noch so ein Schwert. Da ist auch noch so ein Schwert. Ja, genau. Kirby. Das sieht für mich nach No More Heroes aus. Kirby, Dark Souls, stimmt, du hast recht. Und da ist auch ein bisschen Blut, glaube ich. Ich denke wieder an Beautiful Joe, aber ich glaube, das wird nicht genommen. Soll ich schauen, was ist es? Mhm. Oh, okay, ist einfach nur Dark Souls Kirby. Huch, wo kommen diese dicken schwarzen Linien her? Ich weiß es nicht. Von Kirby? Yo! Metroid! Boah! Da? Du bist da nah dran? Was ist so gezeichnet? Mario Smash. Was so nah dran? Was? Ich hab doch schon Metroid gesagt. Ja, und was danach? Ja, wie? Da war ich ja nicht nah dran. Ich hab doch noch nichts gesagt. ich werd's dir gleich erklären. Metroid, Achte auf das hier unten, den Bereich. Das hilft mir gar nicht. Ich denk die ganze Zeit an nicht hier Borderlands, aber... Ja. Was? Ja, ist Metroid Borderlands. Oh mein Gott, ich hab's... Weißt du was, pass auf, weißt du, wo du nah dran warst? Du hast gesagt, Metroid... Boah. Ach so. Metroid, boah. Darlands. Auf das Darlands kamst du dann nicht. Ich hab die ganze Zeit Darksiders im Kopf gehabt und ich wusste, das Spiel heißt nicht so. Und dann habe ich so lange gebraucht, bis ich Borderlands aussprechen konnte. Oh, ich lieb's, dass man das erkennt. Dass man wirklich Borderlands erkennt. Oh mein Gott. Ich liebe es. Spyro und Bloodborne, ja, das... Allein auch die Tiefen und Schärfe und so, sind einfach nur so kleine Figuren. Das ist einfach so ein Charakter oder so ein Boss aus Psychonauts oder so. Neo Automata Pro Skater 69. Sie haben auf jeden Fall von Neo Automata viele Elemente eingefangen, habe ich das Gefühl. Und es sieht einfach Neo Automata, die Stadt. Also auf dem Gebäude, da kann man auf jeden Fall grinden und so. Ja. Yeah. Das funktioniert. Ich hab noch was. Was auch wieder... Meine funktionieren so schlecht. Okay, Mario Odyssey 2 hat gut funktioniert. Aber... Wii. Das ist auf jeden Fall Wii Sports. Ja. Das ist Wii Sports Play. Es ist Wii Sports Mi. Oh. Ja, ich wollte noch, so dass ein Mi drin vorkommt, aber ich wusste nicht, dass es so einfach ist. Sunglasses Burger Emoji. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Ich hab eine gute Idee. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es sieht ein bisschen eklig aus irgendwie. Siehst du das? Irgendwie. Nö, ich find's eigentlich ganz nett. Okay, dann mache ich mein letztes. Für heute. Ich mach auch mein letztes. Was will mein letztes für heute? Ich mach zwei gezeichnete, also. Cartoon- bzw. Anime-Serien, glaube ich. Okay.
Ich mach Lego Metroid Spyro Bloodborne Souls. Komm, das muss funktionieren. Das ist doch so einfach. Meins ebenfalls. Lego Batman Spyro. Bloodborne Souls. Donkey Kong Aldi. Wo kommen so oft diese Netze her? Dieses komische bräunliche Gebäude hat man oft. Ja, auch bei Sachen, wo die gar keinen Wort gemeinsam haben eigentlich. Invader Sim X Eisig. Ich habe das Gefühl, wir hätten Invader Sim machen müssen. Ich liebe das. Ja, Invader Sim ist immer richtig, richtig stilisiert. Oh mein Gott, warum funktioniert das? Das ist so nice. Warum funktioniert das? Ernsthaft, wie kann das funktionieren? Oh mein Gott, Van Gogh müsste man mit so... Oh mein Gott, ja. Ich sag nur noch oh mein Gott die ganze Zeit. Es ist immer dieselbe Reaction zu jedem Bild. Warum ist das alles so geil? Ich meine, nicht alle sind gut, aber... Ich will jetzt Invader Sim Van Gogh. Oder wie heißt der nochmal? Ist einfach nur ein Blutbad und das sind ein paar kleine Wesen. Jo, welches Pokémon ist das? Xerox meets irgendwie Rayquaza oder so. Ich habe das Gefühl, das ist was anderes. Das ist an den Film Souls angelehnt. Das ist die Eisklammer-Sie. Nicht mich da. Das sieht so viel cooler aus. Der Animationsfilm, der hieß doch Souls, oder? Das dürfte niemals so cool aussehen. Ja. Oh mein fucking Gott. Ich habe gerade sowas Cursedes bekommen von Hero. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist es mehr Cursed als der Bloodborne-Milkshake? Der sieht lecker aus. Das ist einfach nur Bloodborne und dann steht da so ein Milkshake. Das mischt sich nicht mal richtig. Oh nein! Ich sehe kein Donkey Kong, aber das gefällt mir nicht. Warum ist Kirby nur so ein wundenähnliches Geschwülz? So, oh, das wurden so Eier, so Kirby-Eier gelegt. Oh. Oh mein Gott. Stefan, es tut mir so leid, Stefan. Was haben sie dir angetan? Wirklich? Burger King Bloodborne, ja. Bloodborne at Burger. Vor allem, als wäre Bloodborne so diese Person. So, ja, ich bin. Guck mal. Es ist Eileen the Crow bei Burger King. Der bestellt gar nicht, der gibt dir das aus. Du bestellst bei ihm. Oh mein Gott, ich liebe auch das. Es ist Forza Horizon Zero Dawn. Das ist ja perfekt. Ja, es passt alles so gut zusammen. Das ist ja perfekt. Wie schön das beleuchtet ist, weil beide Games so hell und sonnig sind. Oh, stark. Nee. Doch, doch, das fühle ich. Oh, jo. Ich werde, also, wenn der Stream offline ist, gibt es noch ein paar andere Suchbegriffe, die ich da eingeben muss. Oh ja, yeah, ich weiß genau, wovon du redest. Wir meinen Kirby Lovecraft, richtig? Ziemlich viele Yoshis, auf jeden Fall. Das ist oh auch mein einfach Gott. Nur ein Kunst. Das ist einfach ein Kunstwerk, what the fuck? Ja, pass mal auf, schau dir mal Metroid vs. Nebula an. Dort spielt also Metroid. Allein zu diesem Bild kann man direkt ein gesamt so 20 Kapitel Fanfiction schreiben. Ja. Was geht ab? Pokémon Legends of Shovel Knight Breath of the Dark Souls. Oh, das, man erkennt Shovel Knight cool voll. Ja. Yeah. Aus irgendeinem Grund. Lego Shrek Souls. Es gibt wahrscheinlich noch so viele Sachen. Wir haben halt jetzt auch immer ganz oft dieselben Sachen hier. Aber es gibt bestimmt noch so viel Stuff, den man cool darstellen könnte. Das ist ein bisschen beängstigend, aber auch ein bisschen cool. Es ist Metroid X No More Heroes. Warum hat Metroid immer so richtig geile Farbabstimmung? Das kommt immer so richtig, richtig gut. Das Cooking Mama, oder? X Pop ist explodiert. Ich kann einfach nur ja sagen. Ja, das ist genau das, was es ist. Es ist Cooking Mama Pommes Brot. Wie kann das sein? Oh nein. Spore Bloodborne. Yeah. Falls ihr schon mal einen Tentakelbiber sehen wolltet. Ich will das spielen. Es ist ein Tentakelbiber. Ich liebe auch Metroid Bionicle. Oh, das ist einfach sowas von trypophobisch. WTF, wie ist das passiert? Da oben ist einfach straight up eine dieser Blüten, die es im echten Leben gibt, die Trypophobie triggern. Pass auf.
Wie kann dafür das haben sein? Wir Pac-Man X Doom. Pac-Man Doom. Ist einfach alles voll mit Blut. Ey, aber immer wenn es Metroid ist und irgendwas anderes, das sieht immer so schön dadurch aus. Ich hasse es, wie gut die alle funktionieren. Oh mein, was? Da ist sogar... Die gehen einfach dahin. I walk to Burger King, then I walk back home from Burger King. Yo, nein, das sieht einfach nur aus, als hätte wieder irgendein Diktator Land besetzt. Muss ich sagen. WTF. Es ist Hotline Miami Mario. Oh mein Gott. Das wäre Wir haben Kirby viel zu viel Bloodborne, aber es ist Nier Automata Bloodborne. Ja, das ist einfach nur ein Spiel. Das könnte genau so existieren. Oh mein Gott. Es ist Metroid X HR Geiger. Mein letztes hat auch wieder überhaupt nicht funktioniert. Warum sind eure so stark? Das ist auch super cool. Allein, stell dir vor, das müsstest du zeichnen. Das wäre eine Aufgabe von 3 Tagen oder so. Van Gogh. Mein Van Gogh ist ja viel zu stark. Van Gogh Dark Souls. Es funktioniert einfach. Was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall One Piece. Oh, stark. Und ich habe keine Ahnung. Sunshine? SpongeBob. SpongeBob. Das ist so schade. Ausgerechnet SpongeBob ist doch eigentlich irgendwie. Was ist das überhaupt jetzt? Das kann nicht sein. Das Bloodborne Country? What? Ich weiß nicht mal, wie das überhaupt Sinn ergibt. Das ist ein Buch. Wenn du ein Buch schreibst, ist das einfach da das Cover. Ja. Oh, was wir auch noch hatten. Unten sind so, da wird man so eingesperrt. Castlevania, ja, ich wusste, dass es Castlevania ist. Lol. Oh mein Gott. Ist deins fertig? Ja, ich weiß noch nicht. Dark Bionicle Samus. Ja, also Samus und Bionicle passt halt auch immer richtig gut. Die sieht sowieso immer schon aus wie so ein halber Bionicle. Godzilla. Und Bloodborne. Ich meine, Godzilla. Okay, Bloodborne Country ist, glaube ich, das Beste, was wir hatten. Bloodborne Country ist. Das ist nicht mal mehr lustig an dem Punkt. Nee, das ist selbst künstlerisch betrachtet, da sind nur so 2 Farben benutzt worden und so. Vielleicht wollte ich ein bisschen zu viel. Holy shit. Willst du mir zustimmen? Ja, aber irgendwie ist es trotzdem stark. Na, ich erkenne nichts. Du hast doch absichtlich so viel. Ja. Was heißt, du erkennst nichts? Ich dachte, das will was Neues draus machen, aber es ist einfach nur alles lila. Ich finde, es sieht aus wie Lego. Ich sehe auch die Metroid-Farben. Spyro ist da irgendwo mit drin. Und ja, das Bloodborne Souls hättest du dir sparen können. Ja, ja. Puh, und dein letztes? Hatten wir doch gerade, oder? Hatten wir? Oh, das One Piece-Dingens. Ja, genau. Oh, okay, ja, das war... Okay, wir hatten also beide eine Enttäuschung zum Schluss. Ist leider nicht so gut geworden, nee. Ich habe gerade noch einen Van Gogh Invader Sim in Arbeit. Den können wir vielleicht noch kurz abwarten und dann... Können wir das noch anschauen? Das wollte ich unbedingt noch sehen. Ich muss doch was Gutes hinbekommen. Jesus. Auch das... Direkt wieder Filmplakat, wie kann das sein? So ein abstraktes aus den 70ern. Getuscht. Ja. Oh Gott, mir fällt aber nichts mehr ein. Ja, das dauert jetzt, glaube ich, zu lange. Ja, das Problem ist, ich glaube, die Seite ist generell ein bisschen ausgelastet aktuell. Ein paar Sachen von Twitter noch. Ich bin bei Twitter ganz durch soweit, glaube ich. Weil ich glaube, es wurden einige durch übersprungen und so. Ich glaube, ich habe alle soweit durch. Ich habe natürlich nicht alle angeschaut, aber... Als ob welche, die auf dem ersten Blick soweit interessant aussahen. Und mir wurden noch ein paar Sachen auf Twitter. Warte, ich sehe gerade noch eins. Dead Space X Bloodborne ist auch so fucking cool. Mit Dead Space wollte ich auch was machen, ich kam dann nicht dazu. Ich hab noch ein paar Twitter-Sachen. Okay. Okay, nee, das gefällt mir nicht. Was ist das? Oh, kennst du Tombi auf der PlayStation 1? Und das ist Tombi 3.
Es funktioniert ja, ebenfalls. Ja, das ist, ich kenne das. Das ist dieser Speedrun, dieser Awkward, den du mir gezeigt hast. Ja, was heißt denn nicht? Ich glaube. Ich habe es mal gesehen. Nee. Ich will es bevorzugen, wenn du einfach mal die Schnauze hältst. Was willst du denn jetzt? Das war der Inhalt von dem Spiel. Ich weiß. Warte, hier. Das ist wirklich einfach irgendwie. Einfach so nur ein Roboter GameCube. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so eine App, wo man halt Wasser, so Where's My Water? Na, nur mit Robotern. Puh. Ich glaube, ich habe wirklich soweit erstmal genug gesehen. Das war. Ja. Wir haben es jetzt perfekt, also wir haben es jetzt genau so lang gemacht, wie es nicht zu viel wurde. Was ist das? Also es wird gerade zu viel. Warum ist es einfach nur Karton? Das ist Lego und die Kammer des Schreckens. Das macht gar keinen Sinn. Oh. Was hat das mit Kammer? Ach so, vielleicht wegen irgendwie. Bei Kammer kriegt man vielleicht so Holzschubladen. Ich denke immer noch, dass Bloodborne Country der logische Sieger des heutigen Abends war. Und wir hatten viele starke Bilder, aber Bloodborne Country ist einfach auf einem anderen Level. Junge. Wobei das davor auch. Das davor ich schon geschlossen. Das hätte ich eigentlich alles gemacht. Your Art. Nee, ich kann dir Bloodborne Country schicken, Schricke. Warum wird es nicht fertig? Ich kann bei Your Art nicht scrollen, das ist okay. Ich wette, es wird auch eine Enttäuschung sein. Ja, sind sie meistens leider. Wir haben uns eine Deadline gesetzt und ich habe sie gesprengt. Alles gut. Wir haben nämlich noch Persona 5 Van Gogh. Wir können das hier noch weiter bewundern. Oh! Ich sehe nicht ganz Persona 5 darin, aber... Es ist halt der Schrei. Ich sehe auf jeden Fall Van Gogh. Ich glaube, die Farbgebung ist Persona 5 soweit. Das kann gut sein, ja. Es hat auch ein bisschen die Nacht. Keine Ahnung, wie es heißt. Oder irgend so ein Kampf. Also von Van Gogh, meine ich. Wo es auch das Mario ist im Hintergrund. Ja, stimmt. Was das neue Mario World Theme war. Also von der Welt des Theme. Oh, wie wär's mit Van Gogh? Wenn man einfach Van Gogh und Picasso zum Beispiel eingibt. Grasland, Wüste, Strand, Van Gogh. Man bekommt wahrscheinlich, wenn man Van Gogh und Picasso eingebe, ein echtes so. Das könnte dann einfach ein Bild. Ich hasse Christian Lindner x Bloodborne. Oh mein Gott, er wird auseinandergerissen. So wie der Staat die Steuern von uns entreißen will. So wie du mir, so ich dir. Was? Nichts. Alter, das sieht übrigens aus, als wäre da so eine... Guck mal, da unten ist so eine Art, ich sag mal, Auschwitz-artiges... So, Zäune mit so Waffen drauf und so. Ich sehe ja einfach nur so alte Zäune, wo Kühe halt drin sind oder so. Ja, aber da drauf ist so ein MG montiert oder so. Ich sehe den Turm, wenn du das meinst. Ja, genau, und da ist auch so eine Person, die aussieht, als hätte sie eine so ein Hut, also es wäre so ein... So eine Uniform. Die ist so da hinten. Ja. Yo! Ist deins fertig? Es ist nicht perfekt, aber ich würde es jetzt auch nicht Reinfall nennen. Aber nichts schlägt dieses... Es ist ziemlich cool. Es ist nur, wir haben nur jetzt... Wir hatten jetzt gerade... Bloodborne Country ist einfach ein hoher Maßstab. Wäre das das erste Van Gogh gewesen, dann wäre es echt stark. Was ist das in Wader Sim Van Gogh? Ja. Oh, warte, wir haben noch einen Wader Sim Van Gogh, sehe ich gerade, wurde mir auf Twitter geschickt. Huch. Vielleicht war es andersrum, vielleicht war es... Ja, ich glaube, das andere gefällt mir besser. Ich habe Van Gogh x Invader Sim, aber ich glaube auch, dass ich das besser finde. Man erkennt mehr so diesen... so ein paar Charakter. Ja. Yo. Huch, sind beide ziemlich gut. Ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nichts schlägt Bloodborne Country. Ja. Moment, wir müssen zurück auf Bloodborne Country. Ja. Yeah. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Hals wird langsam etwas heiser. Wir sind fertig für heute. Das war... Ich dachte, das wären ganz nette Dinge. Ich dachte, das hauptsächlich irgendwelche Shitposts werden, aber... Am Ende haben wir nur noch Kunstwerke betrachtet und so versucht, so abstrakt wie möglich zu gehen. Ich habe das Gefühl, je länger wir dabei waren, desto besser und besser wurden die Bilder. Ja, und am Anfang waren aber noch so richtig coole Sachen, so... Halt so die Sequels von den Games dabei. Das fand ich auch stark. Ja.
Ich würde aber sagen, wir sind erstmal fertig für heute. Ja, mal schauen, wir sonst in Zukunft nochmal machen werden. Ich bedanke mich für die Erfahrung. Ich bedanke mich ebenfalls für die Erfahrung auch an euch alle. Danke an die Bilder, die ihr uns geschickt habt. Es war auch einfach komplett spontan. Wir haben vorhin ein bisschen die Seite so gesehen und dann... Ja, ich habe eben die Seite gesagt. Ich habe gesagt, das könntest du dir mal im Stream anschauen. Ich will mir den Stream auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben zwei, drei Bilder gemacht, dann dachten wir uns, ja. Yeah. Da dachte ich mir, jetzt könnte ich eigentlich für 2 Stunden oder so noch streamen. Und wollen wir das im Stream und dann... Oh, Moment. Okay, noch ein letztes Bild. Ein letztes. Es ist Van Gogh x Metal Solid. Und das... Ich liebe die Blumen. Yo! Boah, ja, das ist ebenfalls auch, unglaublich gut. Das ist halt gut. Einfach ein Gemälde, what the fuck. Ja, ja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind fertig für heute. Puh. Fix und fertig. Fix und fertig. Mein Hals ist erschöpft. Ja. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Einsenden. Und Johnny, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und... Ich danke. Gute Nacht. Schlaft gut. Schlaft gut.